Anrede machen und genau pünktlich kommt eine 10 Euro. Das ist eine schöne Begrüßung, denke ich mal, für den Livestream. Moin, liebe Freunde und hallo und herzlich willkommen auch und hallo an Nobody. Mit Servus, du geiler Sackelpicker. Ich sehe alles klar bei dir auf einem richtig geilen Stream. Brei mich voll. Ja, ich freue mich genauso. Die Freude ist genauso meinerseits. Lasst mich mal kurz das Mikrofon hier ein bisschen adjustieren. Ich hoffe, euch allen da draußen geht es wundervoll und geht's gut. Ja, schreibt's mal rein, wie es euch geht. So. Da ist schon wieder Stress oder was da unten? Was geht denn hier schon wieder ab? So. Ja, Freunde. Was wollte ich sagen? Ich heiße euch herzlich willkommen. Und Dankeschön der Nachfrage. Mir geht es auch sehr, sehr gut. Heute sind wir wieder als Homeland unterwegs und werden die Stadt beschützen oder auch nicht. Das ist jetzt die gute Frage. Werden wir heute die Stadt beschützen oder nicht? Hallo Lara, servus. Ja, wir werden die Stadt beschützen. Und so gut wie es geht. Ja, kein Scheiß bauen. Anubis wird VIP. Matze und Homeland. Ja, genau. Matze, Mann. So. Meine Freunde, so, warte mal, lasst mich mal kurz rein. Ich muss mal, mach ich dann nachher. Ja, wir sind heute als Homeland da und haben heute einen speziellen Auftrag, aber dazu kommen wir dann gleich. Wir haben A, den Auftrag, dass wir... Oh, oh Gott, Alter, bist du deppert, bist du... Ich hab... Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Da läuft ja noch die Mucke. Alter, was ist denn das? So, Nobody noch mit 5 Euro nochmal dabei. Sau gutes Timing. Ja, du hast wirklich das perfekte Timing da gerade rausgeschaltet. Also sowas von, ne? Oh mein Gott. Freunde, die Leute sind schon da. 112 Leute. Das ist geil. 112 Leute am Sonntag um 18 Uhr. Das macht Bock. Das ist geil. So. Ja, wir haben heute einerseits den Auftrag, die Stadt reinzuhalten und andererseits ein bisschen schmutzig zu machen. Aber weiteres erzähle ich euch dann noch. Oh mein Gott, Anubis! Oh Mann! Oh, oh, oh Mann! Rest in peace, all right, peace. Rest in peace, all right, peace. Rest in peace, all right, peace. Rest in peace, yeah. Oh mein Gott. Hi, Andl, hier eine Kleinigkeit, da ich im Wald saß bei der Community-Spende. Auf einen schönen Abend. Hey, ich wünsche dir ganz viel Spaß im Wald und ich hoffe, du genießt die Auszeit. Ich habe dich im RP schon vermisst, Mr. Marshall Stone. Na, so ist nicht, ist beim FD, wenn Marshall Stone nicht da ist, da fehlt schon was. Muss man halt schon sagen, ne? Warte mal, am Handy und im vollen Deep Talk. Warte mal. Andrea. Bin hier. So. Aber solange es im Handy ist, macht es keinen Spaß. Das ist das Problem. Bitte, liebe Community, lasst Herzen da. Anubis hat noch einmal gönnt, noch mal 10-mal VIP. Das ist... Oh mein Gott. Leute. Leute, was macht's denn hier? Meine Güte. Was macht's denn ihr? Liebe Freunde, lasst bitte ein Herzregen da. Für Anubis und für nochmal Anubis. Oh mein Gott, ich komme gerade gar nicht klar. Marcy auch VIP geworden. Vielen Dank. Lasst Herzen da. Aber wie gesagt, ich hoffe, du hast deine Auszeit. Also eins wissen wir, du hast dir deine Auszeit wohlverdient. Und ich hoffe, du konntest sie auch genießen. Aber ich freue mich dann schon, wenn du wieder im RP bist. Kuss geht raus. Und an alle, die VIP bekommen haben, bedankt euch bitte. Das ist Ehrensache. So. Ja, wir haben heute ein bisschen was geplant. Und deswegen, ja, wir haben einiges geplant. Aber ihr dürft euch da einfach überraschen lassen. Steht noch immer mit dem Handy da, verflixt und zugenäht. Aber ich sage euch eins, es wird heute sehr intens und es wird heute extrem lustig. Es wird heute mal was ganz was anderes werden. Und darauf freue ich mich. Und es wird heute einfach mal was Cooles. Sage ich euch so, wie es ist.
Agent P mit einem Euro. Servus Adel, hoffe dir geht's gut. Wollte fragen, Moment, Alter, da kam gerade zu viel rein, wie der 1000-Euro-Spenden-Song heißt. Ich habe gar keinen 1000-Euro-Spenden-Song. Das ist der 500-Euro-Spenden-Song und der ist, der ist selbst gespielt. Der hat keinen Namen. Der ist halt literally selber gespielt. So. Neni187 mit 2 Euro, vielen herzlichen Dank. Für 2 Euro. Der 107-Boss mit dem Euro-Kuss geht raus. Sehr hart auch wieder dabei mit 5 Euro. Moin, wie geht's? Also ich wünsche dir viel Spaß super. Beim Stream. Bin nach langem wieder da, freut mich. Wenn wir die OGs reinkommen, also ich da freue ich mich extrem. So, warte mal. 815. Jack? Ist jemand drin? Jack? Check. Geil. So. Also. Wir werden heute nämlich, wir planen nämlich was. Und das wird einfach nur geil. Das wird einfach nur funny. Moin, Meister. Und zieht uns beide sitzen nicht schlecht. Aber war das nicht so geplant, dass ihr beide wir brauchen einen Busch, wo wir zusammen reinpassen, weil wir flüstern müssen. Eigentlich seid, weil ihr das mit eurem Auto nochmal den Bus verstärkt? Was denn das? Hallo liebe Mods, danke, dass ihr da seid. So, geplant war eh alles ganz anders, da ist jetzt das, der Plan. Bleibt der jetzt draußen, also der VIP oder drinnen? Drinnen war jetzt der Plan, weil ich ja von hier oben jetzt mit dem Suburban dann runterfahre. Hier oben. Ah, okay. Ja, dann, Matze, das passt bei dir, dass du alleine auf der anderen Seite bist dann. Ja, easy. Es geht bei mir, also meine Rolle ist ja jetzt hier am Tunnel eh nur, dass ich den Tunnel erstmal sperre. Ja, dass ich ja von hinten das Blei klatschen lasse. So. Okay, Groundhog 1 also und Groundhog 2. Also ich finde das super. Also ich finde das super. Ja. Ja. Also ich finde das super. Ich habe immer noch die Bedenken, wenn ich runterfahre, dass ich Razel um die drin push. Macht nichts, es ist heute alles. Im PD-Funk ist noch nichts los zu Info. Am Flughafen auch nicht. Ah, Flughafen ist noch leer. Oh mein Gott, oh nein. Anubis, was machst du? Alter. Meister. Rest in peace, all rapid. Rest in peace, all rapid. Rest in peace, all rapid. Rest in peace. Oh mein Gott. Okay, also wir lassen jetzt zwei durch und oder so. Und schauen wir mal, in wie viel Mann der Konvoi fährt. Das werde ich dann ausspionieren. Und an welcher Stelle der VIP ist, ne? Und ab dem VIP zweigen wir dann weg, ne? Na gut, an welcher Stelle der VIP ist, dürfen wir ja eigentlich so nicht wissen. Ne? Ja, wir sehen es ja von vorne, ne? Ja. Ja, weil du bist ja... Man, weiß ich halt, ich versuche halt klar zu blockieren und welche durchzulassen, wenn die aber ganz nah im Tunnel fahren, was wahrscheinlich denn ihre Taktik ist. Nein. Sie haben gesagt, sie achten auf Abstand. Okay. Dann lass doch einen durch. I try. Ja, perfekt. Wichtig ist halt nur, dass da, egal wie, Hauptsache der VIP ist blockiert. 10-4. Ich würde dir von unserer Position aus durchgeben, wann sie kommen. Wenn du dann nur funkst, dass du entweder erfolgreich oder nicht erfolgreich warst. Jawohl. Oh mein Gott, Anubis. Dankeschön vom ganzen
ganzen Herzen. Die haben gerade Funkcheck gemacht. Bin noch nicht mit dir fertig. Oh mein Gott, bin im Landeanflug auf RLO. Oh mein Gott, du wärst noch nicht fertig. Freunde, haut's noch einmal bitte Herzen. Ja, ich glaube, oder schreibt's an, Hashtag danke Anubis. Okay. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Nochmal Hashtag danke Anubis. Absolut. Bitte. SpongeBob für Patrick, kommen. Oder wir könnten auch nur den Tunnel dicht machen. Matze steigt dann um. Stellt sich da zum Beispiel noch eine Crossmaschine hin, lässt den Bus stehen, fährt nach hinten und hilft mit von hinten angreifen. Smarter Boy. 10 vor. Das könnte man machen, weil das Problem ist halt, wenn wir ein oder zwei Fahrzeuge durchlassen, können die uns wiederum von hinten flankieren. Oder der Matze ist halt alleine gegen wahrscheinlich 4 Leute oder so. Deswegen den Bus einfach vorzeitig zumachen vorn. Matze steigt aus, ruhig. Die haben dann voll den Stress, vielleicht wo wir uns umdrehen. Wir könnten vielleicht eventuell hinten mit Nagelbändern zumachen. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie die KTM heißt, dann ja. Ja, keine Ahnung. Oder spawnen die einfach irgendein Motorrad oder so. Oder irgendwas, wo du schnell übers Observatorium, über den Weg halt zu uns herkommen kannst. KTM, Spawnname EXC 250 SM. EXC 250. SM. Oder was auch mies wäre, auf eine Form wäre, wenn man hinter dem Bus noch ein Auto, wo man sich aufs Dach draus und durch die Fenster vom Bus durchschießt. Da geht das nicht. Na, der hat zu kleine Fenster, sehe ich gerade. Ja. Ja, aber da wäre es halt schon wieder besser, weil dann könnten sie durch den Bus nicht durchbrechen. Also die wegschieben. Machen die eh nicht. Sobald die den Bus sehen, werden die zurücksetzen, glaubt's mir. Die kommen eh nicht in den Bus rein. Der Ausgang und Eingang ist am anderen. Oh mein Gott, Alter, das gibt's ja nicht. Das ich heiße ja nicht Alex. Oder wäre es schlauer, wenn wir uns noch irgendwelche panzerten Autos besorgen, dann ein paar Meter rein vorrücken und dort dann den Kampf fortsetzen? Weil ich denke mal, vielleicht, dass die Distanz da fast zu eng ist. Wisst ihr, was ich meine? Oder zu lang? Nee, ich würd Tunnel so als Vorglühen nehmen. Das ist schon mal Wissen. Okay, verstehe, ja. Ich würde gerade sagen, also schon mal so ein bisschen rumballern, aber noch nicht gucken, dass wir jetzt alle hier oben niederstrecken, weil das wäre ja dann schon langweilig. Ich würde gerade sagen, weil ich fahre ja hier runter. Ah ja, du hast eh den Plan, das meinte ich eben. Das habe ich vergessen, ja. Ich habe dich nicht gesehen. Ja, das reicht und dann passt es eh. Ja, genau. Oh mein Gott, Anubis 13, 37, Freunde, lasst noch einmal. Ich glaube, die stellen sich langsam auf am PD. Ja, sie betanken noch das Aircraft-Modell. 10-4. Haben die einen Hubschrauber? Alter, das ist noch gar 150 Euro. Nee. Ja, warte, dann muss ich mich umpositionieren, weil sonst sieht er mich. Aber das ist gut, wenn die einen Hubschrauber haben. Ja, aber der will vorspawnen hier rüber. Dann könnt ihr unser Tunnelplan komplett in den Arsch gehen. Willkommen hier zu mir. Stell dich hier hin. Nee, alles gut. Nee. Ich passe hier oben in die Bucht rein. Okay, gut. Ja, wir probieren es einfach. Ja, sie sind im Tunnel. Sie sind dort. Ja. Dann müssen wir halt eventuell den Tunnel vorrücken. Ich sehe gerade ein anderes Problem. Unsere ganzen anderen Spezialfahrzeuge stehen alle im Autohaus. Wenn die mit dem Heli dann vorfliegen, sehen die unsere ganzen Autos. Stimmt. Stellen wir sie ins Autohaus rein. Wir haben dann genug Zeit zum Planen. Stellen wir es dort rein, in die hintere Garage rein. Jawohl. Ja, machen wir so. Oh mein Gott. Lasst noch einmal Liebe, alle schreibt's. Genug Munition, Westen an. Schreibt's noch einmal bitte Hashtag danke
nicht so neugierig. Hashtag Dankeschön, Anubis. Ich hab mich festgefahren. Ah, jetzt. Gut, passt. Check. Dankeschön. Schreibt's einmal rein. Hashtag Danke, check, Anubis. Check. Mein Maybach ist weg. Hast du nicht gesaved, oder? So, ich sag euch jetzt, was wir vorhaben. Und zwar, wir haben vor, wir sind heute Teil einer, ja, haben wir jetzt keinen, einer Spezialmission. Wir, also Team Homeland. Und zwar gibt es heute nämlich eine Mission und wir versuchen auf Ach und Krach diese Mission zu unterbrechen. Als Homeland. Mit allem, was halt geht. Und wir probieren uns gerade taktisch zu positionieren. Ich will nicht zu viel verraten. Aber wir probieren halt, das taktisch zu verhindern. Okay? Wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich sag eines, es wird heute richtig krachen. Sage ich euch so, wie es ist. Also es wird, ja, es wird mehrmals heute richtig scheppern. Aber es wird heute lustig. Also wie gesagt, wir als Team Homeland sind halt quasi die Supermänner, die Superhelden und wir probieren halt, ja, eine Mission zu stören oder sogar zu unterbrechen. Versteht ihr, was ich meine? Und ja, deswegen. Das ist heute Ziel dieses Streams. Und natürlich nebenbei halt noch Support schieben. Ne? Wir machen auch so, falls jemand von uns als erstes stirbt oder etc., der ist dann halt für die Supportfälle, die reinkommen, verantwortlich. Ne? Wenn die Situation nachher dann komplett vorbei ist, oder? Nein, nein, nein. Also wir, wenn wir sterben, sind wir raus und wir porten uns sowieso weg. Wir werden ja nicht hochgeholt, das sind nur die Officer, ja, ja. Genau, wir werden auch nicht revived. Wir sind genau, ja, wir sind quasi wie Geister. Zur Info kurz, das Wort fährt ohne Sondersignal und Auffälligkeit. Und, genau, also wenn, oh, Mike ist da. Ja, ach, sag die doch. Ah, so, hab ich nicht gehört. Auf jeden Fall das. Also wenn jemand von uns stirbt, ist er in dem Fall dann einfach Supporter. Oder halt Homelander, normaler wieder. Ja. Falls es jetzt ein akuter Notfall ist, ist halt die Frage, ne? Dann muss halt einer abrücken. Am besten der was in einer Position ist, was am wenigsten gerade im Gefecht ist, ne? Da reicht aber ein kurzer Funkcall. Falls jetzt irgendwas ist mit Flucht über Wasser oder sowas, ne, dass wir da schnell eingreifen können, weil wir wollen jetzt nicht den ganzen Spielbetrieb aufhalten. Ne, da müssen wir halt dann kurz handicappen. Aber da können wir zum Beispiel dann so machen, dass der dann wieder in die Situation zurückkommt oder so danach. Okay? Check. Tempo. Jo, Tempo, war soweit. Und dann wird hier so reingeballert. Ich hab alles. Aber, Alter... Anubis hat 150, er hat gerade in dem Stream 350 Euro donated. Anna McNeil mit 999, Dankeschön für den Server. Warte mal, das muss ich mir aufschreiben. Und er hat auch da fürs Projekt Anubis, das schreibe ich mir natürlich auf. Und Hanna, da mache ich einfach plus 9, weil es war schon letztes. Ja, ich glaube eher. Nein, er ist da. Wolfi. Wolfi? Ja? Machst du mit? Nee, ich schau mal, ob meine Internetleitung überhaupt reicht. Ja, aber ist ja wurscht, und wenn's rausfällt, fallst du drauf. Aber wenn wir mehr haben, ist gut, besser. Ich hab einen 98er Ping, Ansel. Ja, ist ja wurscht. Wie wenn, und wenn's nur ein paar Kugeln verteilst, oder keine Ahnung. Ist ja wurscht. Was geht's überhaupt? Chris, damit du Bescheid Mike ist Polizei hat einen Konvoi mit einem VIP und wir versuchen die Mission zu stürzen. Komm mal in Funk 815. Ja, aber, Alex und so sind auch noch hinter uns. Ja, richtig. Der Destiny und ich, wir sind im Busch hinter. Aber genau auf der Seite von euch. Ach so. Wolfi so, probiert's, er kommt mal in Funk rein. Okay, Tempo. Zur Not gehe ich mit Matze rüber und mach von seiner Seite aus mit ihm zusammen. Hallo. Ja, was? Hallo. Mahlzeit. Und Jono.
Oder Marco, kannst du rüber auf die andere Straßenseite? Dann ist nicht die Gefahr so groß, wenn ich da jetzt dann im Eifer des Gefechts runterfahre, dich aus Versehen im Busch über Meter. Ich bin schon auf der anderen Straßenseite. Mike und ich hocken im selben Busch. Clever. Fahren die jetzt zum Autohaus? Die fahren jetzt zum Autohaus? Was? Nein. Ja, es kam gerade im Funk. Erstes Ziel ist das Autohaus. Okay, das ist aber nicht das, was wir als Info haben. Schauen wir mal. Wir warten trotzdem. Das kam gerade im Funk. Okay. Ja. Um was geht's hier eigentlich? Also zur Info für alle, es kam gerade im Funk. Erster Zielort wäre Autohaus. Wir sind aber erstmal auf Standby hier. Hä? Ist ein Auto da? Ja, warte mal. Die sind vom Flughafen jetzt gerade losgefahren. Sie sind gerade vom Flughafen losgefahren. Habt ihr ein Auto da? Also doch erst Auto oben. Vielleicht ist es auch ein Ablenkungsmanöver. Glaube ich nicht. Das ist ja PD-Funk. Oh mein Gott, André, was ist denn heute los? Freunde! Vielleicht machen wir aber auch ein Audiohaus. Ja, genau, ich dachte, das ist ja was. Also, hier steht alles bereit, ne? Okay, die fahren jetzt wohl doch das Observatorium an. Also, sie sind jetzt doch Richtung Observatorium. Perfekt. Oh mein Gott, Community, bitte lasst noch einmal einen herzlichen Herzregen für André raus. Freue mich, wenn ich endlich wieder mein Gespräch habe. Hälfte für dich und die andere Hälfte. Alter, macht 50-50. Positiv. Das war kein Airborne, das war ein privater Heli. Entschuldigung. Dennis sagt gerade, das war kein Airborne, das war ein privater Heli. Vielen herzlichen Dank. Nee, das war ein Airborne. Alter, an Anubis und an André. Ich hab die eben gerade gesehen. Das heißt, Chris meinte, es ist eine Airborne, er hat sie gesehen. Okay. Ich hab's ja auch gesehen, aber es war keine Airborne. So wurscht. Ja, das diskutiert's nochmal. Ne, ich diskutiere jetzt nicht. Warte mal, wo wird denn jetzt mehr Feuerkraft gebraucht? Ich bin da. Vielleicht noch einer beim Matze, bin mir aber unsicher. Die Funken gerade, sie fahren übers alte FD. Um den Bus zu blocken vielleicht noch zusätzlich. Ja, das passt eh vom Western. Übers alte FD. Also dann kommen sie hier hoch jetzt. Perfekt. Yep. Oder soll ich zu dir rüberkommen, Matze? Wie du magst. Ja, ist dein Motorrad ein Zweisitzer? KTM. Ist keiner, oder? Nee, ist ein Einsitzer. Dachte ich mir. Dann hol dir doch noch eine KTM. Ja, kann ich mal. Warte, ich kann euch auch den Spawnern für den Zweisitzer geben. Ja, wir holen uns einfach extra, ist wurscht. Ja, ist besser, falls nämlich Matze nicht fahren kann, sind zwei der abgeschaltet. Matze? Nein. Matze? Zum Kotzen. Richtig. Ey, da fahren die aber nicht in den Tunnel rein, oder? Doch, doch. Doch, haben sie vor. Bin ganz kurz Cody. Bin gleich wieder da. Müsste eine Höhe Golfplatz sein. Also zur Info im Funk, die wollen jetzt einmal eine Schleife fahren, hier durch den Tunnel, um sich rüber zu verschaffen. Und da greifen wir dann an, ne? Ja, sobald die im Tunnel sind, greifen wir klar an. Richtig, also Matze ist quasi der Abschluss. Kurze Frage. Auf wem darf ich nicht schießen? Das darf alle schießen. Auf Hauptziel Andrea. Hauptziel ist Andrea. Hauptziel ist der VIP, ja. Alter. Wie es alle freut, was los? Ich wollte immer schon mal auf meine eigene Frau schießen. Wenn du sie dann umbringst, bist du dann der Drachentöter? Raffi, auf geile Unterhaltung, ein unterhaltsamer Stream, das wird lustig, das wird richtig geil, ja. Dankeschön. Thumbnail hat sich geändert, lasst mich mal kurz checken. Sonst muss ich das alte wieder reintun. Nein, bei mir ist das Richtige. Dann hat YouTube einen Bug. Freunde, dann hat YouTube einfach einen Bug.
Lass bitte ein Herz Weiter. Für. Lass dein Herz für Raffi da bitte. Zum Glück sitze ich mit Streetie Monster, nicht mit Dennis, weil sonst würdest du es da runter verschlagen. Crash Wars. Vielen Dank an euch alle für den krassen Support. Laut den Blips kommen sie. Die verwenden wir ja nicht. Ah, einfach. Oder vielleicht nur für die Situation. So. Also Standby, PD-Funk. Sie müssten demnächst da sein. Also noch eine Link. Eine Rechtskurve haben sie noch gemeint. Ja, wann müsste jetzt kommen? Der One ist jetzt bei uns. Scheiße, wenn die den Bus sehen, ne? Der One fliegt Richtung Chris und Smokey. Hirse. Sie kommen. Ihr müsst mir sagen, wenn sie in den Tunnel reinfahren, ne? Jetzt sind alle Tunnel. Tunnel rein. Mach zu. Und Zugriff. Dicht. Einer ist raus hinten. Das sind wir. Batze, ein Spot da hinten raus. Die kommen von hinten. Okay. Warte, ich probiere beim Berg raus. Es ist ein Suburban ist rausgekommen. Einer. Unter den Autos durch. Ich bin gleich down. Ja, One ist direkt über uns. Ich schieße auf die Arme. Ein Suburban versucht gleich auszubrechen, Vorsicht. Er versucht den entkommenen Suburban zu finden. Hinter uns! Ja. Hinter uns. Hängt da die Wäsche. Und durchschießen. Hab beide. Oh, ich bin noch down. Ich hab beide hinten. Dennis ist down. Wir könnten vorne riskieren, eventuell den Bus aufmachen. Soll ich ihn wegfahren? Warte mal, wenn ich da bin. Die zwei hinten sind weg. Der dritte ist down. Achtung, die schießen auf die Reifen vom Bus. Ich bin jetzt noch als einziger hinten auf der anderen Seite. Nee, Marco ist noch da. Ich bin noch da. Also Marco und ich sind noch auf der anderen Seite. Ich habe aber nur noch einen Schuss. Fuck! Ich bin raus. Ich bin raus. Ja, ich auch. Bitte. Wir müssen verlagern, Leute. Warte, wir kommen rüber auf die andere Seite. Komm rüber. Alex und ich. Ich brauche ein bisschen länger. Bin sehr wund. Oh, Alter, die haben sich da drin einbunkert. Aber gut gemacht. Zwei vom SWAT haben wir gekriegt. Wie gesagt, Leute, das ist alles eine Übung. Okay? Es ist alles eine Übung. Es ist eine SWAT-Übung, die wir probieren zu stürmen. Geht noch irgendeiner? Außer Alex und mir? Warte, du bist doch da, oder?
Alex, geh du rüber. Geh du rüber zur Matze. Ich geh rüber, Telefon. Hier auf der... Ich glaube, die Air One, die hat mich in Beobachtung. Kein Problem. Das haben sie schon mal stark gemacht. Ah, die haben sich da noch was drin. Wir sind hier vorne bei mir im Tunnel. Schau, der NPC! Leute, wir müssen hier auflösen und woanders weitermachen. Wir müssen hier weg. Die noch leben. Ich bin über dir, Matze. Das haben sie schon mal geil gemacht. Schnapp dir die KTM vom... Also, die ist weg. Leute, wir verlagern ins Autohaus runter. Okay. Ja, wir... Was haben sie? Ja, von dem einen Officer hat Waffen geklaut. Gut, wir sind jetzt alle weg vom Autohaus. Vom Observatorium-Tunnel. Alles klar. Bereiten wir uns fürs nächste vor. Ja, check, ich warte einfach nur, bis mein Suburban wieder frei ist, damit ich den unten fürs Autohaus benutzen kann. Wo treffen wir uns? Autohaus. Autohaus? So. Erstes Szenario haben sie gut gemacht. Kann man sagen, was man will. Man muss halt sagen, wir haben für das Ganze jetzt eine halbe Stunde Zeit zum Planen gehabt. Von dem her, der Plan ist nicht ganz aufgegangen. Sagen wir mal so, wie es ist, ne? Aber es war fürs Erste, war es schon mal geil. So. Ich hau mir wieder eine Weste rein. Aber die haben es gut gemacht. Dennis und ich sind gerade am Autohaus. Aber das ja, der eine ist uns entwischt, aber ich habe die beide geholt dann. No. Die was? Ja. Aber haben sie gut gemacht? Es sind nur zwei von denen da umgegangen. Die waren beide von mir, ja. Richtig. Haben sie gut gemacht? Mit den Autos? Haben sie wirklich gut gemacht? Ja. Gute Frage. Wir wollten gerade haben sie schnell gefangen, aber nämlich. Da stehen zwei Personen davor, die nicht zu uns. Die haben sie schnell und gut gefangen. Haben sie gut gemacht. Ja, das Platz war. Stimmt, ja. Wie gesagt, zwei habe ich geholt hinten. Mit Drohnen oder was? Da haben wir jetzt den Plan gehabt, dass wir welche da am Dach platzieren. Also da, zwei da hinten und einen was wir drinnen warten, der dann mit der Schrot, falls sie reinflüchten wollen, die drin abfangt. Hat wer eine Schrot? Ich habe keine. Ich habe eine Schrot einstecken. Ich müsste nur Waffe tauschen. Was müsstest? Waffe tauschen. Ich habe eine Schrot auch mit. Ja. Vielleicht sogar, wir sind ja so viele Leute, vielleicht sogar zwei ins Autohaus rein. Ja, jetzt sind wir nämlich mehr als errechnet, wenn du auch mit dabei bist. No. Ja, ich versuch's halt mit, aber ja. Dabei haltet sich's, aber es einfach. Ist zwar nicht so stabil, aber ja. Das kriegt man hin. Okay, ja. Also wir platzieren da jetzt am Dach, oben am Autohaus, wir platzieren hinten auf dem Turm. Im Haus, ja, machen wir, würde ich auch sagen, jetzt zwei, weil wir sind jetzt viel mehr als geplant. Ich dann vor, ich würde mit Dennis oben auf diesen Turm gehen. Genau, ich gehe mal meine Waffe wechseln. So, zwei drin. Und zwei am Dach. Es wäre vielleicht noch geil, wenn einer irgendwo von hinten da schießen würde, aber wo kann man sich da verschanzen? Frage, soll ich dann als Ablenkung wieder irgendwie dann aus der einen Seitenstraße rauskommen? Es wäre irgendwie geil, wenn wir die einkesseln könnten, dass wir wirklich sagen, zwei schießen vom Turm, zwei vom Dach, zwei von drinnen und einer oder zwei sogar von hinten, also von Richtung Kanal dort. Naja, also ich bin jetzt Einfahrt Kurve sozusagen vom Autohaus. Was ist, wenn man sich da drüben hinstellt, da wo diese kleinen Gassen alle sind und von da aus würde ich dann starten. Welche Steine? Die Autos. Wenn noch einer hierher kommt, dann könnte ich auch mit der Straße stellen. Ich weiß es nicht. Die sind zu weit.
Das Problem ist, wenn wir die jetzt wirklich drinnen reinrushen, also von drinnen holen wollen. Also hat er da drum keinen Schirm? Ja, dann braucht er zu lange. Wie kommen wir da runter? Eine gute Frage. Gut, sonst lass mal, sonst Wolfi, sonst lass mal einen oben. Bei einen können wir vergraben. Okay, wir oben auf dem Dach drauf. Wir planen um einer oben am Dach vom Auto aus, der einfach nur auf Druck hält, dass sie runtergehen. Weil sonst, wir uns ist gerade aufgefallen, falls wir die wirklich drin rausstürmen müssen, dann kommt keiner mehr runter. Also ich würde, wenn möglich, die Position so wählen, dass man wieder runterkommen kann, falls wir die wirklich drin pushen müssen. Andl, du kannst dich da nirgendwo gescheit decken, ich sag's nur. Es geht da geht's nur darum, dass du die Leute von oben, weil sie haben keine Deckung nach oben. Achso, ja, okay, passt. Weißt du, was ich meine? Ich mach den Überraschungsmoment von oben. Ja, genau, das meine ich ja. Weil so hab ja ich auch zwei gekriegt. Ich bin mit der KTM am Berg gefahren, hab's von oben wegnatzt. Ja, passt. Nick Liesmann, dankeschön. Ja, ich bleib dann am Dach oben. Für 1 Euro. Wo stellen wir die Maybach denn? Wir könnten die ins Haus reinbauen. Oder da hinten, ja, da hinten passt auch. Lassen Sie doch hinten stehen, oder? Wolfi bedenkt nur wegen der R1, ne, am Dach. Ja, ich schau grad, wo ich mich am besten verstecken kann. Mike, du bist im Haus noch alleine, oder? Ja, also dann komm ich ins Haus. Schau mal da rauf, okay, und da beim Stein, weil da, schau mal. Aber zum Verständnis, eine Person, also das ist ein Rocky am Dach genau alleine, so. Also wir brauchen niemanden auf dem Turm drüben. Oder da auch. Ja, das ist natürlich. Ich bin für alles ausgestattet. Schaut ihr das hier da drin einfach, ne? Bevor die kommen, oder lassen wir sie mal ab? Hat schon zwei Positionen. Ich würde sie mal aussteigen lassen, weil dann... Wäre halt so ein perfekter Head. Ich bin wieder hier, in meinem Revier. Ich glaube, ich habe meine Position. Seht ihr meine Position? Jo, die ist geil. Da kann ich voll raus headglitchen. Schau mal. Ich war kurz außer Funk, weil ich mir einen anderen Job gegeben hatte. Haben wir einen Plan? Ja, bis jetzt dato ja. Also Wolfi ist alleine am Dach vom Autohaus. Mike und Markus sind drinnen mit doppelten Schrotflinten. Zwei sind am Turm, ich bin hinten dort im Headglitch, dort Richtung Kanal. Und du wärst noch, Matze und du wärst noch offen. Ja gut, dann kommt Matze am besten mit zu mir und wir fahren dann mit dem Suburban einfach die Straße, die zum Autohaus führt, lang. kurze Frage. Kann man durch die Scheiben vom Autohaus durchschießen? Nein. Nö. Gute deutsche Wertarbeit. Weiß man schon was im Funk? Ich denke mal, die werden noch da oben mit dem Behandeln verbringen, ne? Ich gebe sofort Bescheid, wenn was ist. Sie sammeln sich gerade in der Tomatenverarbeitung. Oguz Ali, danke für 99. Ja, wie Kanonenfutter, kann das sein? Servus Andl, alles fit? Ja. Wie wär's mit dem Panzer in der Übung? Ja. Danke. Wer zu spät kommt, weißt du. Also den letzten Angriff machen wir dann mit Panzer einfach. Mit Panzer? Ja, schießen wir einfach auf die Andrea. Nein, Spaß. Ich hab doch irgendwo eine orbitale Laserkanone in der Hosentasche. Kann ich nicht? Ja, die Rauchgranate, du jetzt. Ey, jo, Andl, du könntest die Flares werfen dann. Ich zünd die Nuke. Ich hab eine 30er Killstreak. Zünd die Nuke. An alle, die im Feuer. An alle, also ich weiß, dass zweimal Blut gespritzt ist, als ich im Hobbs die Birne weggebolzt habe. Ich glaube, ich habe hinten im Tunnel gar keinen geholt. Nee, du hast ja zuerst auf Wolfi und auf mich geschossen. Richtig. Mike hat zuerst auf euch geschossen. Digga, er war die letzten Helden, ohne Witz. Unterscheiden. Deswegen, Suburban ist für sowas eigentlich immer eine blöde Idee. Und wie ich mal Ali, servus. Ich hoffe, bei dir ist alles.
Ich hoffe, bei dir ist alles im Lot, mein Freund. Ich hoffe, dir geht's gut. I'm so sorry. Danke für 9,99. Lassen wir die eigentlich ins Autohaus reinkommen? Ja, wir wollen sie ja eben von außen unter Druck setzen, dass sie eben reinlaufen. Und dann schroten wir sie weg. Genau, ja. Und dann rücken wir, wenn geht, nach. So gut, wie es geht. Standby für Bedienung. Die meinten, es kann ein bisschen sich ziehen, ein bisschen dauern, weil sie drei Autos ausgewicht haben. Ja gut, ein Auto bin ich schuld. Ich glaube, ich habe allein 400 Schuss auf dem Hauptsein zu Börben rausgebolzt. Und einen hat der Wesel gestohlen, ich hab's gesehen. Bin ich der Einzige, dem sie ein bisschen leid. Also an alle, die das Feuerwehr-Thumbnail haben, das ist ein Fehler von YouTube. Es ist nicht drin, bei mir und bei vielen anderen auch nicht. Deswegen, und selbst Discord hat es heute richtig gepostet, was eigentlich dann nie der Fall ist. Freunde, lasst alle mal, wir haben gerade gesagt, wir müssen die Nuke droppen, ne? Deswegen die Light Nuke. What in fuck's name are you doing? Oh! Ja, dann Putzi. Ah, hol Homeland. Matze. Homeland ist da, Leute, alles easy. Herr Andel, können wir uns hier in ein Auto reinstellen als Deckung? Klar. Wäre sogar ein geiles Ding, eigentlich. Ne, deswegen ja. Ja, warte, dann hole ich von hinten schnell einen Maybach. Mach zwei. Wir haben die schon vorbereitet. Nein, hat es nicht. Bei mir ist FD drin im Discord. Lass mich mal schauen. Stimmt, bei mir ist auch, jetzt ist FD drin im Discord. Ach, scheiß doch drauf. Scheiß doch drauf, Chat. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber bei mir, mich mobbt YouTube in letzter Zeit. Bei mir die Thumbnails stimmen nicht, die Thumbnails, es wird nicht mehr im Discord gepostet, der Bot will mich nicht mehr haben. Ich werde in letzter Zeit einfach nur von YouTube, meine Streams sind anscheinend minderwertig, YouTube hasst mich. Ich habe nichts dafür. Ich gebe mir so viel Mühe und YouTube spuckt auf mich, Chat. Ich ändere es jetzt nochmal rein. Vielleicht übernimmt es dann. Scheiß einfach drauf, ohne Witz. Einfach drauf geschissen. Ich glaube, dann holen die Homeland. Ja, weil Dennis und ich, wir können beide kein Drive-By, wir sind nämlich keine Kriminellen. Dennis lügt. Genau, nochmal Check Code P. So, also, nächstes Ding. Also, die haben sich jetzt Tomatenverarbeitung. Ah, da haben sie sich positioniert. Lass mal ein bisschen planen. Wisst ihr was? Ich werde ein bisschen beobachten, die Situation. Weil das darf ich eh. Ich werde ein bisschen schauen, was da gerade abgeht, damit ihr auch mal bitte. Ah, okay, die haben sich. Ah, okay, die haben sich da jetzt. Okay, das ist der Bus. Die beiden habe ich jetzt einmal geholt. Ah, da hinten sind auch noch welche. Kurz vor die Security verdrückt. Erstmal eine rauchen, oder? Da jetzt einen Scharfschützen platzieren. Nein. Mit deiner netten, charmanten, bayerischen Art. Ich hab gesagt, schleicht euch! So, Brett. Und Homeland! Ich brauch ne Highspeed am Dach! Zu kotzen! Es klingt einfach nur gut, wenn's er macht. Ich hab noch gesagt, der Sohn ist rumrehren, der Haverer. Auf zum Rehren. Hast eine Nachricht auf Insta von mir bekommen, ein Geschenk für dich. Was?
Information. Schau ich dann nach. Oh Mann, oh Meier, du. Noch besser. Aber ich sag so, das haben sie gut gemacht da im Tunnel. Das haben sie, es geht ja nicht. Wir natürlich wollen wir die Mission so gut wie es geht crashen, aber wir haben halt. Ist das eigentlich noch ein Szenario oder ist das so schlimm? Ja, gibt's da noch. Dann was muss noch mal was in der Fahrt. Also wo sie dann im Konvoi fahren und wir den Konvoi crashen. Ja. Noch eine Info aus dem PD-Funk, beziehungsweise von unseren Vermutungen. Die A1 dreht nur ab, um Werkzeugkästen bereitzustellen, um die Fahrzeuge wieder zu reparieren. Bände wurde nicht angezeigt, Frechheit. Ey. Und Homeland. Zäh. Oh mein Gott. Aber ich muss mich da jetzt nochmal beeilen. Kannst du bitte das süße rosa Schweinchen Christoph grüßen? Liebend gerne. Es kam eine Frage auf. Nicht IC-mäßig. Ob wir als Homeland die Fahrzeuge reparieren können. Ja, klar, mach mal. Warte, ich geh hin. Flieg schon. Dennis fliegt mal hin und macht. Ah, okay. Braucht's mal Reparatur? Oh, Moment. Negativ, was eins denn? Fehlt noch. Ich glaube, da ist jemand Cola biert. Kommt wieder jemand, der nicht. Boah, na! Warte mal. Ich muss fester ziehen. Ich hab's vom Rücksicht aus repariert. So ein Ding ist das. Hm. So, wo wird noch was gebraucht? Ich glaube, wir haben so alle Autos durch. Was mit dem FD? Ich bin wieder da. Irgendwas passiert? Negativ. Alles easy. Die SWAT-Einheit ist beschäftigt mit Reparatur der Fahrzeuge. Reparieren die da noch eins? Da ist alles heile. Das süße rosa Schweinchen, das ist jetzt aber Mobbing. Nick Liesmann, danke fürs VIP werden. Ja, Leute, mal eine ganz dumme Frage. Crimes können doch auch Nagelbänder klauen, oder? Ja, natürlich. Ja. Also ich hätte zufälligerweise, ich weiß nicht wieso, aber in meiner Hosentasche sind 3 Stück. Wolfi, du bist kein Crime. Bitte, was bin ich, ein Quark? Ja, bist wirklich ein Quarktopf. Quark! Danke, sehr nett von dir. Wieder. Also zur Not, ich hätte eins einstecken, falls noch einer eins braucht. Sag mal so, wir können es uns auch besorgen, schnell. Ich hab 3. Ich kann welche hergeben, wenn sie wollt. Toll, ich hab vom Razel immer noch die Orange und die Plastiktüte. Bitte, Habibi. Leute, ich mach mal schnell einen Powernap, mein Brain macht mal wieder Fax. Funkdisziplin. Spaß. Das hol ich gleich Homeland. Nein, bitte nicht! Verpotzen! Von Vivi und Sebastian wirst du immer gemobbt. Scheiße. Du Armer! Das gehört weggemeddelt. Das gehört einfach weg, Metal, sag ich so, wie es ist. Metal ist die Lösung sämtlicher Probleme. Ich habe aber eh kein No-Admin heute gemacht, oder? Ich habe nur Streamer-Mode, oder?
Ja, denke ich mir. Wegsgesperrt ist halt doch genau klemmt. Oh nein, wir bekommen ihr beiden Besuch. Vielleicht nicht eine Etage runter, dass eventuell auch mit. Oder, weil da kommt mehr so. Da kommt ja da nicht mehr runter, wisst ihr, was ich meine? Wir haben uns da abgeseilt, ja stimmt. Sonst müssten wir da oben bleiben. Wir können eine Etage runtergehen. Jetzt eine Etage runter, weil dann könnt ihr eventuell, wenn wir zustürmen, könnt ihr mitkämpfen unten. Hat da eigentlich irgendjemand mitgezählt, wie viel waren das, wie viele Fahrzeuge? Weil es waren ja doch mehr als eigentlich gedacht. 5. Check. Also es waren nee, check mal nicht dabei. Es waren viel mehr Officers geplant, ja. Durch die Gitter. Aber was ist da hinten? Daraus hat glitschen. Also ich finde das super. Der ist auch ganz, ganz. Und das. Ja, da geht die schön. Das war ich. Das baut sich gerade wieder auf und ist kurz vor der Abfahrt. Also mit Aufbauen ist nicht gemeint, dass es sich jetzt so gut sucht. Christoph, komm mal bitte Discord. Schau, jetzt kriegst du einen Anschiss, schau. Jetzt kriegst du einen richtigen Einlauf. Sag ich so, wie es ist. Call it. Du Armer. Bin wieder da. Ja, informativ. Ich fahre nicht mit dem Suburban, ich fahre in den Maybach von Matze mit. Den 4. Nö, lass mal mir nicht mitfahren. Konvoi ist gerade Richtung die unterwegs zum Auffüllen. Nein, er bekommt keinen Anschiss. Schade, es wäre zu schön gewesen. Es wäre zu schön gewesen. Das hätte ich schon gefühlt. Ich fahre mit dem Konvoi immer mit. Schauen wir das mal an, wie der Konvoi nämlich aussieht. Neugierig. Eher umgekehrt, was? Hä? Was redet ihr jetzt hinter meinem Rücken? Ich hasse sowas, Alter. Geht's jetzt im Discord hinter meinem Rücken, da geht's jetzt maulen, gell? Ich hasse sowas, Alter, wie die Cops. Ach du Scheiße. Schau mal den Konvoi an. Schaut aber richtig geil aus. Dead Convoy. Wir machen einen Tankstopp. Finde ich nicht cool, dass da jetzt über mich da gelästert wird. Ganz, ganz miese Sache. Tankstelle jetzt wegsprengen. Er meinte, dass er mich anscheißt. Seid so blöd einfach. Was wir da gerade machen, trainieren. Trainieren. Ich höre einen Hubschrauber. Lästert keiner über mich. Ja, ja. Mhm. Das merke ich mir. Das merke ich mir. Christoph, und ich dachte, du bist ein Freund. Vivi und Christoph, ich dachte, wir wären Freunde. Ich dachte, wir sind Freunde. Jetzt verbünden sie sich gemeinsam gegen mich. Hab ich gewusst. Ich hätte es ahnen müssen. So. Warum machen wir das als Homeland Security? Weil wir mehrere Szenarien in einem machen. Ohne Homeland würde das nicht gehen, weil sonst würde ich verrecken und im Krankenhaus lagen. Wir helfen der Polizei gerade aus, um mit deren SWAT zu trainieren. Das ist das, was wir gerade machen.
So. Die Polizei hat uns drum gebeten. Und deswegen machen wir das. Wir haben alle Spaß daran und das ist cool. Was steht da? Seit wann hat Andl Freunde? Ich find alle gegen mich. Alle sind gegen mich. Oh Mann. In der Deutschstunde habe ich heute. Was? Was hast du gemacht? Ach Scheiße. Jetzt waren es runter Richtung. Ich will den Konvoi ein bisschen verfolgen. Aber die Aktion ist halt auch maximal feierbar, ne? Muss man ja mal sagen. Warte mal. Okay, die gehen sich jetzt rüsten. Passt. Jetzt ein bisschen stalken. Warte mal hier. Ich muss jetzt. Schau, wie sie schwitzen. Da jetzt Überfall im Ding. Der eine am Hauptplatz mit dem blauen Auto, da wird gerade richtig geschwitzt, sage ich euch, gell? Wir schwitzen alle. Spiel Roblox. In Roblox findet man Freunde. Ist da noch jemand oder bin ich schon alleine? Na, wir sind alle da. Alle da. Okay, ich werd jetzt Roblox spielen gehen, dann finde ich Freunde. Ob ich mich auf so einer Palme verstecke hier oben? Die mich nicht da live on stream verarscht. Dein Ärger. Street die Palme. Guck, bis Nuss. Gehen sich jetzt alle rüsten. Schau, wie sie schwitzen. Oh, mach mal hier die Kammern voll. Ja! Och, Mann. Och, Mann. Hi, schon die GTA 6 Leaks gesehen? Nope. Warte, du kannst zu mir aufs Dach kommen und ich hab hinten einen Mulcher stehen, mit dem hauen wir dann ab. Wenn ich Roblox spiele, wirst du bestimmt trotzdem keine Freunde finden. Das ist Dennis spielt gerade irgendwelche komischen Lieder ab. Ach Gott. Hilfe, ich hab den Teufel bei mir am Dach. Ich muss mal den Chat ablenken. Chat, zicke, zacke, zicke, zacke. Arschloch. Keine vulgäre Sprache, oder? Weil sonst komme ich gleich um mich. Ich habe einen Krampus bei mir. Der Krampus. Ein Bär. Alter, wie Street in dieser scheiß Palme drinsteht. Hallo, nur weil ich mich als Palme identifiziere. Ich hab da eine Frage. Die Position ist fast besser, oder? Was meint ihr? Kitzelt es am Arsch? Oder? Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Position besser ist. Nee, das erinnert mich ein bisschen an deinen. Nein, ich bin nicht gegen dich. Du bist der beste YouTuber. Erschreck mal die alle mal. Das war nur Spaß. Erste Frage, woher kennst du meinen Arsch? Ist die Position besser okay, stopp, oder die andere? Stopp, ich will das nicht hören. Fuck.
Vater. Ich mach da nicht mehr mit. Ich will hier raus. Andl schwimmt erstmal eine Runde im Meer da drüben. Ich lauf am Ufer, du Pfosten. Möchte jemand? Ich geh schon. Dankeschön. Ich hab schon gedacht, die Palme geht. Aber bitte, Matze, nicht an der Palme wedeln, sonst fällt er runter. Ach, aber ist auf dem Dach, oder wie? Nee, von der Größe her passt, aber ja, der Rest, lassen wir es mal weg. Wo ist der? Der ist unten im Erdboden. Okay, wir fahren weiter. What the fuck? Ich kann ihn noch aufsperren, aber... Wärst du mir dann mal bitte kurz auf? Also ich finde das super. Ja, geht. Perfekt. Magic. Dankeschön. Tschüss. So, bin wieder da. 10 vor. Ich weiß nicht. Vielleicht auch noch alle einen Fallschirmsprung machen? Also alle auswählen? Nur im Zirkus aus, ich fliege gegen Zaun. Wazel hat keine Fallschirmausbildung, also nein. Ist es wirklich so schlau, zwei am Dach zu platzieren? Ich bin gerade drauf gekommen, dass ich eigentlich gar keine Sicht auf den Boden habe. Wegen dem Vordach. Super gemacht. AK Corporation. Alter, ich weiß, was ich mache. Ich gehe aufs Autohaus-Klo auf dem Balkon. Ja, einer dort oben wäre vielleicht gar nicht mal so ja, blöd. Am Dach ist blöd, weil da kommt keiner mehr runter. Der Wolf ist ja nur oben quasi Druckmacher sein. Ja, ich mach Druck. In der Wolfi, ich mach Druck. Was ist, Druck. Die Position wir da... Wir brauchen mehr Druck. Ist die Bosi besser? Was meint ihr, Freunde? Aus. Also die da, aber ich glaube, weil da ist halt... Ich glaube, die andere also Bosi sobald die hier reinspazieren, öffnen wir das Feuer. Richtig. Nee, lass. Oder halt. Wesel, Marco würde ich noch nicht machen. Heli! Ganz kurz ein Heli gehört haben. Ich würde so machen, dass ihr da drinnen nochmal ruhig bleibt, bis die wirklich drin sind und wir von außen Druck machen, dass die drinnen bleiben. Die und ist dann besser, finde ich. Ja, safe. Richtig. Und zur Not kann ja ein oder zwei Personen noch über die Werkstatttür von hinten mit reinkommen. Daniel Soto, danke für 5 Euro zum Trösten. Also warum haben französische sein, Schiffe Palme Glasböden, runter. Damit sie den Rest der Flotte sehen? Geh doch mit deiner Palme von hinten nehmen. Oh Gott. Ja, ich geh auf die Rückseite, das bringt am Dach nichts, weil ich sehe nichts. Ja, und vor allen Dingen bist du ein guter Kill Best Bro, dankeschön. Ja, ich setze mich in den Imbissstand auf der Rückseite. Ich kann nicht wechseln, weil das Ding ist, wenn ich da wechsle, kann ich da rüberlaufen. Ich nehme bitte ein. Auf unserem Tower. Ich hätte jetzt Bock auf den Cheeseburger. Gamer Kill Best, danke für 99 Cent. Dankeschön. Leute sind schon 110. Wir warten. Was sagt der PD-Funk? Wo sind die gerade? Habe ich auch gerade gefragt, aber ich kriege keine Antwort. Ich gebe ja immer Updates, also der PD-Funk ist leise zurzeit. Dumm. Haben die vielleicht auf einen anderen Funk geendet? Nee, eigentlich ja nicht. Nee, haben sie nicht. Nein, machen sie nicht. Und ich sag, Matze, ich nehme meinen Job sehr ernst. Das Funkgerät ist aber noch an, ne? Ach Mist, da fehlt was. Dann ist, ich frag für einen Freund. Wann ist die Talentshow? Nächste Woche wahrscheinlich. Matze, ich bin ein Zobertier. Hat was mit der Palme zu tun, oder? 10-4. Auf der Palme hat man besser eine. Die Frage ist, nutzen wir den Überraschungsmoment, warten, bis sie vielleicht aussteigt? Ja, ich würde sie reingehen lassen und dann losschießen. Also halt die Frage. Ja, wir müssen auf jeden Fall erstmal warten. Uns nicht erkenntlich zeigen, bis erstmal alles steht. Ja, okay, weil ansonsten hätten wir ja eigentlich freies Schussfeld, wenn sie aussteigt, oder? Also ich du auf jeden Fall, Mr. Palme.
Also wenn du hier aus der Entfernung mit, je nachdem was du von der Waffe hast, in Kopfschuss vorpassen kannst. Ich habe das Standardgewehr des LAPDs, ich habe eine M4. Ja, by the way, Street, ne? Also Mr. Palme, du musst uns sagen, wenn du was siehst. Ne? Jano TV, hi, ich wollte fragen, ob ich deine Livestreams reagieren darf. Das würde mir viel bedeuten. Also, die haben gerade das Go gegeben, die sind die jetzt unterwegs. Also reacten drauf, ja klar, kannst du machen. Ja, dann vor. Ich sag Bescheid, wenn sie hinten um die Kurve kommen. Ja, ich würde auf allem, ich würde wirklich warten, weil wenn sonst backen die zusammen und hauen ab und dann ist die ganze Sache für den Arsch. Also warten wir vielleicht, dass die halt drinnen sozusagen von... Heli? Ja, Heli, Mann. Ja, R1 kommt. Also kommen sie gleich. Also ich finde das super. Ja, wirklich, lass Überraschung. Haben wir Schussfreigabe auf die R1? Negativ, wir warten bis die kommen. Ja, richtig. Aber die R1 hat uns gleich im Bild. Ghost Mode. Ich glaube nicht, haben sie gesehen. Ja, save mich auch. Komm, wollte mit ab, fahrt zum Mission Row. Fuck! Ja, wir haben safe unsere Autos gesehen. Ja, die R1 hat. Feuer auf die R1, man holt sie runter. Wir verschießen auf die R1. Haut voll drauf auf die R1. Oh Mann, die ist nicht in meinem Sichtfeld. Also ich denke, die kommen nicht mehr zum Autohaus. Naja. Nee, das mit dem Dach war vielleicht nicht die schlauste Idee. Ja, und auch die Autos da alle hinten, das ist Oh, und ich habe mich so gut versteckt. Okay, wir brauchen einen neuen Plan, schnell. Was sagt der die stehen hier hinten noch, ne? Wo? Hinten, da wo unsere Autos stehen. Wer steht dort? Die ganze Kolonne. Dann würden wir mal vom Tower weggehen und woanders. Ja, los, komm. Die stehen hier. Wenn wir uns auf die Dächer positionieren, können wir hier zugreifen. Wo ist denn das? Einfach die Straße hoch. Oben in der Kurve, im Zwischengang. Mit Zugriff laufen ja, wir. Ja, Suburban hat mich haben uns gesichtet. Wo seid ihr? Tschüss, Sir. Schott. Wo? Ja, die sind da bei uns, bei dem Pizzastand. Bei dem Nordsee verschnellt. Fahren jetzt Richtung. Die fahren alle in die Seitengasse, in diesen Bootsanleger da. Wie viele sind die? Sau viele. Mega viele. Dennis und ich sind gerade auf dem Dach bei dieser Straße, wo alle sind. Suburban hat mich gesichtet. Wesel, der ist gleich hier um die Ecke. Was sagt der Funk? Standby. Sie sehen Leute von uns, aber es ist wir das Funken bei denen. Und die haben Schutzfreigabe. Okay. Das
sind wir zu viert. Jawohl. Beim Türkisengebäude. Ja, wann? Schießt es runter. Die kommen aber da ohne Boot nicht mehr raus, ne? Können die aber nicht treffen. Ja, die sind in die panzerten Fahrzeuge. Probiert sie mit den Fahrzeugen dort hinten irgendwie einzusperren. Die Erwang geht runter. Fahrzeuge hauen wieder ab aus der Gasse. Wohin? Du meinst Suburban? Erwang geht wieder hoch. Einfach beim grünen Gebäude gesehen wurde. Also die haben euch geblickt. Ich glaube, die Avon ist aus der Reichweite. Ja, leider. Die fahren vorne wieder raus, die fahren vorne raus. Handel, willst du einsteigen? Ja, die können doch über den Parkplatz fahren, ne? Matze, wir holen dich ab. Alles gut, ich fahr mit meinem Maybach. Wo fahren die hin? Habt ihr schon irgendwo? Der Suburban schießt auf uns, der Suburban schießt auf uns. Wo sind die überall? Da hinten sind welche, da hinten, da vorne sind Mike welche. Mike, hinter uns! Was? Da vorne, an der Kante sind welche. Wollen wir rumfahren? Einen ja, hab ich. Mal schon. Da vorne siehst du die zwei? Ja. Das sind zwei. Ich bin raus. Könnte man von hinten kurz flankieren, oder? Schauen wir, ob die mit uns rechnen. Ich nehme um die Kante. Ich glaube, die sind wieder ins Auto eingestiegen. Die haben sich da auf den Parkplätzen platziert. Zwei sind noch offen, aber die können wir nicht. Die sind noch gedeckt von den anderen. Ja. Ist die zwei da vorne, die könnte man locker easy holen. Ja. Ah, schwer. Ich versuche mal ein bisschen wegzulocken hier. Positionieren sich irgendwo, wir wissen aber nicht wo. Wie ja, bei dem Mac, bei dem Fisch-Mac oder wie der heißt. Ja, bei dem kleinen Tätowierladen da in der Nähe. Ja, genau. Da steht eine ganze Truppe hier. Ich fahre hier gerade ein bisschen Streit. Ich glaub, da, ja, da steht noch ein Suburban. Auch um die ein bisschen aufzumischen. Der wartet. Ja, guck mal, da hinten sind. Der Vater wird. Ja, ja, und da hinten sind ja zwei an der Mauer, ne? Ja, ja, genau. Zwei an der Mauer vorne dort auf dem Parkplatz. Och, Mann. Regt sich wohl auf. Was ist mit Cops von außen? Warte mal, ich kläre das kurz mit dem. Ja, der eine Suburban, der jetzt gerade. Der eine Suburban, der jetzt weggefahren ist. Da hinter der Mauer bei dem anderen Suburban stehen noch zwei Stück. Jetzt will ich kurz. Jetzt kommt ein Suburban wieder zurück. Achso. Alles kann sein, dass ich den umgeschossen habe. Kommt doch aus. Ich habe ihn angeschrien, dass er sich hier verpissen. Informativ. Fahr wieder raus, glaube ich. Weg da. Ist zu heiß, da wir sind eingekesselt. Ich nehme die mit, oder? Das ist noch ein Täter, der steckt in den Maybach ein. Was? Täter steckt in den Maybach ein. Mach den Kopf kalt! Was? Was? Oh, Alter, der hat gerade geschluckt. Bin. Was? Warum hat der so viel geschluckt? Hä? Hab ich jetzt gerade so dann. Bin raus. Alter, hat der gerade. Ich bin auch raus. Hä? Dennis und ich sind alle raus. Matze, du bist noch drin, oder? Ich bin noch. Bitte?
Hey Chat, jetzt einmal ernsthaft. Hab ich gerade so scheiße geaimt oder war der einfach gerade so... Schreibt's mal rein, ob ich gerade wirklich scheiße geaimt habe oder ob der gerade geschluckt hat des Todes. Schreibt's bitte mal rein, ich will jetzt eine ehrliche Meinung. Bei mir kommt vor, ich war mit dem Aim drauf, oder? Kurze Frage, hieß es nicht, dass die Officer, die gefallen sind, komplett raus sind aus der ganzen Nummer dann? Nein, nur für dieses Szenario. Nur das Szenario. Ach, nur das Szenario, okay. Bin ich jetzt alleine oder was? Negativ, Dennis und ich sind immer noch da. Wir sind bei dem Bekleidungs-Tattoo-Laden. Ich bild mir ein, ich war da voll drauf, oder? Auf dem. Stimmt, ich hab keinen Helm. Fuck, ich hab voll vergessen. Tat weh. Mann, es war scheiße, dass der Hinterhalt nicht funktioniert hat. Mit der scheiße Ohren. Oh, das war der. Ich bin raus. Ich bin auch aus für die Situation. Wenigstens hat meine Nagel besser funktioniert. Haben die mit uns rausgeschossen, Matze? Ich war hinter der Mauer. Die kamen von hinten, Jungs. Du bist noch da? Alter, das sind viele. Holy shit. Also nur noch Dennis übrig. Alter, schau mal, wie viele die sind, Jungs. Wisst ihr was? Ich hol mir jetzt einen Helm, Alter. Hol mir jetzt einen fucking Helm, Alter. Das war scheiße. Die Weste. Aus. Ja, schade, dass der Hinterhalt nicht funktioniert. Das hat unseren ganzen Plan wieder verschissen. Das ist halt das Ding. Ich werde mich jetzt samt Maybach woanders hinstellen, dass wir danach die Verfolgung machen. Yes. Ja, den Vorstag auch. Hat sich geheißen, 6 Cops, das sind irgendwie 12, 13 Leute. Was? Ja. Weil sie immer weiter alarmieren, denke ich mal, ne? Alter, das sind sau viele. Gefallen, da wo wir standen, stand um die Ecke direkt Andrea. Oh, fuck. Komm mal hier hin. Komm mal. Stimmt, ja. Aber wir hatten von euch mein Maybach. Aber ganz ehrlich, ich hab auf den richtig drauf gehalten auf den Kopf. Ich hab nicht einmal scheiße geschossen, aber der ist nicht umgefallen. Der hat sich umgedreht, 2 Kugeln, ich war weg. Ja. Also die Jungs wissen, wie man schießt. Also ich hab mal den einen Maybach. Wir sind alle raus, oder? Ja, positiv. Wo treffen wir uns? Ja, scheiße, dass der Hinterhalt nicht geklappt hat. Jo. Scheiß R1, Alter. Auf die haben wir voll vergessen. Ja, der hat uns echt gesehen, gell. Ob wir das nicht so fordern, werden da immer mehr Polizisten. Ja, das sind doch. Die sind uns eindeutig überlegen. Eindeutig. Alter Schwede, die sind viele. Leute, treffen wir uns im Mirror Park auf dem rechten Stückchen, dass wir uns neu sortieren, alle refreshen und ja, dann nachher noch den Konvoi. Ja. Mirror Park, rechte Stückchen. Den 4 machen wir. Ich muss noch einmal schnell warten, bis die von meinem Maybach weg sind. Also Dennis und ich, wir sind unterwegs im Mirror Park. Aber ihr könnt eure Tags anmachen, dann... Aber es geht... Freunde, vergesst nicht, das ist eine Übung und das geht rein nur um Spaß. Also, von dem her... Oh mein Gott, aber es ist ein Nervenkitzel, es ist schon geil. Der Autohausplan hätte so gut funktioniert. Der hätte so die Scheiße erworben. Ja, es war da fröhlich drin.
Ja, hätten wir uns einfach nicht auf dem Dach positioniert, sondern gleich irgendwo unten, wäre alles safe gewesen. Ich war dann nicht mehr am Dach, ich war schon am Balkon. Die einzige Ding, wie man sie unsichtbar, wenn wir uns alle im Auto ausverkämmt hätten, sag ich so, wie sie ist. Oder hätten wir auch keine Chance gehabt, weil die hätten uns drinnen einfach ausgeblutet. Die sind sau viel. Ja, wir könnten jetzt nur noch einmal mit Matario reden, ob wir nochmal eine Story machen, vielleicht beim Gericht oder so irgendwas. Aber das ist zum Gericht, oder nicht? Sind wir uns da auf die Wiese oder so? So, also ich bin jetzt Miro Park. Wir sind auch gleich da. Wir auch. Das nächste Szenario, das soll einmal offener Kampf, einmal Hinterhalt und einmal sollte es halt so ein Fahrding werden, wo man zum Beispiel jetzt den Suburban rausholen. Wo wir halt die Fahrt crashen. Das heißt, der Suburban mit den Flaggen, das ist die andere Drohne. Genau, ja. Ja, dann wäre es aber sinnvoll, dass wir uns Autos nehmen, die was in Suburban realitätsnah wegchecken können. Wir nehmen uns. Achso. Ja, die Maybach halten es nicht aus. Ja, wir haben Suburbans, wir nehmen mehr Suburbans. Das ist halt schwierig, denn uns zu unterscheiden. Wer sind wir und wer sind die anderen? Richtig. Eben. Ich mache mal Powernap. Wir können diese Birbens noch in einer anderen Farbe lackieren, dann wäre es nicht ganz so auffällig. Dauert dich schon länger und feier einfach deine Streams. Dankeschön, Illusion. Dankeschön. Ja, das wollen die aber sonst auch nicht machen. Tahos oder Escalades oder sowas. Dankeschön. Oder was? Ey Leute, was haltet ihr von Raptor? Raptor wäre auch was. Raptor mit der Rambo vorne drauf und dann los geht's, Alter. Ey, ich muss mal schnell ein Powernap machen. Oder wir klauen ein Ding, wie heißt der? Biercat. Jo, Biercat. Leute, rechte Außenflanke, wo keine Häuser stehen, da treffen wir uns. Ich bin dort beim See an der Wiese. Andl, du bist im falschen Miro Park. Wo müssen wir hin? Ja, da nach hinten, da wo die Baustelle ist. Einfach jetzt Richtung Berg. Richtung Baustelle, Richtung Berg. Da runter. Hier. So, ich hab da meinen Suburban weggepackt. Ich meine, wir müssten jetzt wirklich einmal irgendwo vielleicht. Hey Leute, ich hätte einen Plan. Ja? Wollen wir das am Miro Park besprechen oder im Funk? Dann könnt ihr die Tags wieder ausmachen. Miro Park? Okay, ja, Matze und ich stehen da. Ja, wir stehen, auch. Wir stehen zu fünf da. Hey, wo seid ihr? Matze, komm, wir sind falsch. Miro Park. Neue Munition. Oder wir nehmen den 6x6er. Den hätte ich auch noch im Angebot. Illusion, vielen herzlichen Dank. Wo seid ihr im Mirror Park? Am See dort. Doch das Ding, ja. Oh nee, jetzt ist meine Muni leer. Ach, westlich vom See, da müssten sie sehen. Haben wir gesehen, ja. Ey, meine scheiß Weste! Warte, das warst du, ich hab's gesehen. Ey, hol Homeland! Oh, hol Homeland! Katzen, ey. Jetzt fährt er da in die Autos rein, der Pisser! Was würdet ihr davon halten, wenn wir den Konvoi hinten und vorne, also vorne und hinten stoppen? Und von der Seite checks mal quasi frontal in, zum Beispiel jetzt in den Maybach. Den Suburban weg. Ja, jetzt nicht im Maybach, es muss schon. Steht ja, schon ja. Offroad. Ich sage ja den 6x6. Nee, aus dem Leben pitten.
Ja, aus dem Peter aus dem Leben, Alter. Drum war ich jetzt drum halt die Frage. Ich hab gehört, wir spielen eventuell 6x6 oder Raptor. Raptor. Ich glaube mir, ja, da würde ich aber eher den 6x6 präferieren. Ja, gut, aber 6x6 ist höher. Ja, aber der ist langsam. Ja. Ja, ja, aber der braucht ja nicht schnell sein, weil du musst dir den Konvoi stellen, wir stoppen, stell dir mal vor, wir stoppen den am East Highway in der Mautstation, dann ist dort gestockt. Und Frage ist, wo ist der Plan, wo die jetzt überhaupt noch hinfahren? Ja, fahren. Das ist die nächste Frage. Ich glaube, Makler ist noch offen und Supreme Court. Und einen Zusatzplan. Beim Court war ja die Rede von Andrea, also der ist auf jeden Fall. Ja, irgendwie müssen wir die wegchecken. Jetzt mittlerweile ist weg. 2-0, das gibt's nicht. Ich möchte auch mal gewinnen. Richtig. Ja, bis jetzt ist immer irgendwas daneben gegangen. Wir brauchen mehr Homeland. Wir brauchen mehr Homeland. Also ich hätte sicher noch ein paar Jungs, die mitmachen wollen. Nein, nein, wir müssen schon mit der Truppe jetzt machen. Ja, aber warte mal, die Cops haben auch Verstärkung gerufen. Können wir doch dann auch, oder? Aber wir haben doch Verstärkung mehr. Oh Mann. Das, ist, das geht ja darum, dass kein Außenstehender wegen Übungsspionage mitmacht, deswegen. Machst du mal das Tag aus? Ich hasse das über deinem Kopf. Danke. Ey. Das war er einmal erleuchtet, ha? Ja, nee, also... Alles klar. Extra nur für dich. Was ist, wenn wir sie wirklich über den East Highway locken und dann halt die Blockade machen? Ja, aber wie? Da musst du ja dann alle Bastet machen. Das war jetzt mein Vorschlag. Wie wir es machen, keine Ahnung. Also, ich würde sagen, sobald der Konvoi wieder unterwegs ist, machen wir uns einfach aktiv straßentechnisch irgendwie dran und ja, probieren's. Okay. Ja, aber nicht mit einem Maybach, ne? Warum nicht? Nochmal, Maybach gegen Suburban, wer gewinnt? Suburban. Ja, aber wir brauchen halt eine Alternative. Der Rest kann ja schon mit Maybach fahren, das ist ja okay. Aber wir brauchen einen zum Wegpitten. Ja, dann nimm doch einen Suburban und dann würde ich einen Suburban nehmen. Ja, dann nehme ich den Suburban und lackiert ihn hellgrau dann, oder grau, sodass man unterscheiden kann. Oder mattschwarz. Ja, okay. Ja, oder was ist, wenn man zwei nimmt? Weil wir sind jetzt eh genug. Also ich hole jetzt meinen mal schnell. Ja. Alles klar, holen wir einen. Einen brauchen wir mindestens. Mach den Zellesblau mal. Ich muss erstmal schnell meinen Zellesblau füllen. Ich hole meinen zweiten dazu. Dann hole ich jetzt den Minitank. Panzer? Ich hol mir mal ganz kurz Westen. Oh, Katze! Matze, mal. Hallo, Kleine. Hallo. Mau. Ey! Ach, Latte gerettet. Ich hätte nämlich abgedrückt. Hast du nicht gemacht. Warte, die Katze getasert. Katze geschossen, Alter. Katze getasert. Alter. Frechheit, ey. Hol Homeland. Hol Homeland. Gib der kleinen Heddy, ey. Ich weiß schon, warum ich keinen bösen Buben spiele. Ohne Witz. Das ist nicht gut für mich. Matze. Das ist einfach nicht gut für mich. Nein, Matze. Das ist nicht gut für mich. Alex, ruf Homeland. Ja, hier, da, der Alpha hat eine Katze getasert. Wie kann er nur? Ja, und ich hab. Nein! Was? Und ja. Homeland! Und Homeland jetzt mal! Ist klar! Er hat gleich sein Leben, ey, ohne Witz. Jetzt ist mal die Panzer. Wolfi hat mich angestiftet. Brauch ich wieder eine Weste, Alter. Ja, ich auch. Warte, kommt her, ich hab welche einstecken. Mein ich Gott. Auch. Wie? Mehr als zwei? Nein, zwei. Besser für deine Gesundheit. Ich geb dir gleich Gesundheit. So. Brauchst du eine? Brauchst du zwei? Was hast du mit Gesundheit? Bitte. Das Auto ist kaputt, Dennis. Ja, meins auch, Alter, weil ich einen Smokey hab fahren lassen. Ach so. Ungefähr das gleiche, wie man... Alter, das ist ein... Also das ist so, einfach noch. Was? Ich hab keinen Suburban mehr. Warte. Du spawnen wir uns halt einen. Bitteschön. Oh. Yay. Ach, das ist noch meiner. So. Merci. Trübien. Geh dir noch schnell Tuner. Jo. So, wer braucht jetzt noch Westen? So. Nee, ich hab die gecheatet. Cheater. 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 Ruf doch Homeland. Alter.
Tschüss. Ja. Weil ich. Warte, ich muss mal ein Stückchen hier zur Seite fahren. Ich halte den ganzen Verkehr auf. Oh gut, danke schön für 499 Rufen, Kurti. Was? Er wurde gestrikt im Stream. Was? Was sagt der Funk? Kurt wurde im Stream gestrikt? Really? Nicht ernsthaft, oder? Der verarscht sie mich gerade. Kurt wurde so gestrikt. Ich weiß gar nicht, hat er gestreamt? Ich wusste nicht, dass er streamt und warum wurde er gestrikt, hä? Ja, aber warte mal, das heißt doch dann, die fahren vom Autohaus zum Supreme Court, oder? Makler. Makler. Zum Makler. Dann zum Supreme Court, das ist ziemlich kurz. Hm. Ja, Proteine, die für euch. Hier. Dankeschön. Gracias. Danke, danke. Da. Oh. Ja, ja, wichtig. Protein. Oh, das ist gut. Das ist keine Ahnung. Das ist gut, das ist nicht. Ja, er hat gestreamt, okay. Er wurde nicht gestreamt. Wie fahren die vom Autohaus zum Makler? Ey, auf der Straße. Oh, du Saftsack. Volle Rose kaufen. Wurde er nicht. Also weil wir jemand donated hat. Deswegen dachte ich mir. Oh Gott, jetzt ist er in. Danke, okay, super, er wurde special. Nicht gestrikt. Was haben? Ich hab's im Chat gelesen. Nein, geh weg. Geh weg. Ja. Do you buy a rose oder wonderful sunglasses? Ich kauf nur blaue Rosen. Oh, du siehst aus, als könntest du es weit bringen in Bollywood. Schau mal Teamchat. Mann, ist der Sturm schon da. Das Video von ist so dunkel. Boah! Das war's wohl mit der Versorgung. Ja, soll ich euch das Schlimmste dazu sagen? Das ist der vorgestern erst ein Gehäti gekickt hat und Amnesie hat, ne? Dieses Video ist aufgrund einer Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung von Take-Two Interactive nicht mehr verfügbar. Okay, aber es ist anscheinend doch was dran. Instagram-Story. Er hat anscheinend einen Einlauf gekriegt. Oh, da ist eine Katze. Ich schwöre, wenn noch einmal irgendeiner eine Katze anlangt, ich reiß euch den Arsch auf. So, wir müssen jetzt. Reißt euch jetzt. Ey, reißt euch zusammen jetzt. Ja. Zusammen reißen. Gut, danke jetzt. Für die Orange. So. Wir müssen jetzt einen Plan schmieden. Ja. Also der dritte Angriff sollte, wenn geht, sollte jetzt ein Drive-Angriff sein. Fahrend, ja. Also sie fahren jetzt gerade, glaube ich, zum Ding runter, hat's geheißen, zum Makler. Und dann noch einmal war ein Court und dann ist noch vielleicht ein Unbekannt dazwischen oder ein Safehouse. Nee, jetzt sind sie, glaube ich, hat es im Funk geheißen, dass sie sich jetzt erstmal sammeln am Autohaus. Okay. Genau, sie sammeln jetzt am Autohaus und da bräuchten sie wieder die Autos repariert. Das wäre eigentlich böse, wenn wir jetzt dorthin fahren würden und angreifen. Ja, aber wir haben ja Situation Autohaus dort, ist durch, würde ich sagen. Ja, na, das ist durch, die ist in die Hose gegangen. Aber, wie gesagt, wir müssen irgendwas machen, wo wir einen fahrenden Konvoi angreifen. Das wäre halt cool. Ja, wenn wir dann da irgendwo warten beim, Lasertag, wenn die vorbeiziehen, dass wir dann losfahren, auf dem Weg hoch zum Court. Und dann jagen wir sie durch die Stadt. Ja. Auf dem Laser. Und dann kommen die Suburbs. Und probieren. Moment, ich muss mal kurz in Einsatz. Ja. Hallo. Hi, hi. Hi. Also für dich bloß so ein kleines Update. Es sind vorhin wohl unbeteiligte Officer mit durchgefahren. Ich hab's gemerkt, ja. Deshalb ist unser Aufgebot jetzt dezent größer geworden. Bloß so. Die sind jetzt auf einmal hier mit dabei, also ist. Achso, weil ich dachte mir gerade schon, Alter, es waren so viele schon jetzt. Ja, ja, das war so nicht. Die haben Panik durchgehauen gehabt und deshalb waren das auf einmal dann alle. Ja, denke ich mir, Alter, weil bei uns, wir sind auf einmal überrumpelt worden. Aber. Nee, okay. Das war nicht Teil des Plans, also es sollten eigentlich jetzt bloß zwei mehr sein, weil jetzt noch zwei nachgekommen sind quasi. Aber die restlichen Officer wird man dann wieder natürlich entsprechend zurück in den Streifendienst schicken. Alles klar, okay. Ja, wir haben jetzt eh noch mehr ein Szenario. Richtig. Okay.
Ja, das mit dem Fahren ist gerade blöd. Also ihr fahrt jetzt nicht runter, ihr fahrt zum Makler, dann wahrscheinlich zum Kord und dann fahrt ihr noch einmal hin. Kord ist eigentlich Ende dann. Kord ist Ende. Kord ist Ende bis jetzt. Die Strecke ist dann ziemlich zwischen Makler und Ding ist ziemlich kurz. Ihr müsst eigentlich bloß gucken, dass ihr sie zwischendrin auf einer offenen Fläche unter Beschuss nehmt, sage ich mal. Ja. Weil Ziel ist es ja, dass sie entkommen, dass sie Mission Row anfahren. Mhm. Also das ist die Safe Zone dann. Standby. Das ist Safe House dann. Okay. Genau. Okay. Ja, dann ist das Schlauste eigentlich eh zwischen jetzt und wahrscheinlich dem Makler, weil das ist die längste Strecke. Ja, richtig. Okay, passt. Könnt ihr dann nur vielleicht uns eine fixe Route geben, wo wir euch erwarten, weil wir nicht, dass ihr dann irgendwo zweimal abbiegt oder so vorher, wo wir rechnen. Seid ihr nicht mit dem Punkt drin? Oder einer von euch zumindest? Doch, sind wir schon, aber es ist halt, da wird halt nicht die Route angegeben, da wird halt gesagt, ja, jetzt brechen wir auf, jetzt fahren wir zum Termin. Na, weißt du, was ja, ich meine? Das ist gerade eh so ein Problem, dass die nicht korrekt durchgeben, wie wo es was. Es wird halt sau wenig gefunkt. Und wir kriegen halt das wenig sollte eigentlich nicht so sein. Das ist bei uns halt auch gerade das Problem. Ja? Viel zu wenig Input. Guck einmal bitte Admin-Team. Mach ich gleich. Nee, aber Ziel ist es unauffällig, hier hinten die Straße direkt zu nehmen und dann direkt zu den Maklern zu fahren. Also dort beim Laserdeck vorbei. Quasi hier die Parallelstraße einmal durch Richtung Ocean. Ah, Richtung Oceans hoch. Genau. Und dann quer rüber. Genau. Quasi sag schon. Also ihr kommt vom Richtung Ocean, also von dieser kleinen Fließerbank zum Markt. Genau, Richtung Golfplatz und so weiter, die Richtung. Ah, okay. Ja. Ja, dann gebe ich das so weiter, dass wir uns alles da klar irgendwo positionieren, gell? Jo, passt. Alles klar. Admin-Team-Chat, was ist im Admin-Team? Darf ich zu eurem Dingens dazustoßen? Ja klar, sicher. Why not? Den Standort verlagern, hier ist zu viel Blut. Hey, hör auf mich anzupissen. Komm bloß. Ich schreib kurz zurück. Wir haben Unterstützung angefordert. Voll, ja. Ja, er soll herkommen. Da bin ich schon perfekt, geschrieben. Oder? Ja, voll geil. Folgendes. Die Fahrroute, also es ist jetzt noch der Plan, ist jetzt, sie fahren Makler, sie fahren Supreme Court und dann ins Mission Row. Ich habe jetzt abgemacht, dass wir zwischen Autohaus und Makler werden wir dann starten. Ja, aber da bräuchte man halt eine Straße, weil sonst... Ja, die weiß ich. Sie fahren die Parallelstraße runter Richtung Oceans. Ja, das war mir fast schon klar. Und dann... Gerade und dann rechts. Und dann rechts dort von der Fließerbank rüber. Ja. Dann könnten wir... die Scheiße Air One. Ja. Die sehe ich schon lange in der Luft. Das war mein Spruch. Wir hätten 1, 2, 3, 4 Seitenstraßen zu der Straße zum Makler. Das heißt, wir könnten uns da zwischen die Suburbans in den zwei mittleren Straßen und die Maybachs rechts und links. Genau, also ich würde halt so machen, dass wir halt entweder sie erwarten quasi und dann eröffnen wir das Feuer und dann steigen wir in die Autos und fahren quasi hinterher. Ne? Gehen die eigentlich nachher in Supreme Court rein? Dort sind wir dann schon raus. Wir müssen die vor dem Supreme Court knacken. Das ist unser letzter Angriff. RPG-Fragezeichen? Nein. Pff, und Spaß. Ich bin Hydra? Nicht? Ich hätte darf ich nicht Hydra? Mein Gott, direkt RPG. Nimm doch gleich den Bomber. Ich würde den Flak-Anhänger wieder besitzen. Nee. Der war in der U-Bahn auch gut. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich. Wir haben hier den kleinen Shop und die vier Seitenstraßen. Wenn wir uns da postieren... Knackt er oder knack ich? Hä? Nee, bei mir. Ich hab ihn sauber gehört. Ich nicht. Selber. Ich hab noch was bei mir. Ja, also wo denn jetzt? Unterhalb vom Ocean oder was? Ja, das sind doch die vier Seitenstraßen.
Alter, weißt du, wie viele Seitenstraßen es da gibt? Pass auf. Ocean ist der kleine Shop ohne Tanke. Ja, genau. Ja. Und da sind vier Seitenstraßen quasi nebeneinander. Zwei Maybachs erste kleine Seitenstraße, zwei. Du meinst die Liberty Street, die Prosperity Street, danach kommt die Morningwood Boulevard. Ja, genau, die meinte das. Genau, die vier Seitenstraßen. So, zwei Maybach, kleine Straße. Zwei Suburbans, zweite Straße. Zwei Suburbans, dritte Straße. Und der Rest von den Maybachs in der letzten. Also in dem Morning. Und da alles wegholzen. Wäre jetzt mein Feeling. Das war eine eindeutige Meinung. Ja, gut, aber wie sonst? Das ist jetzt blöd gesagt, wie wär's, wenn wir dort noch Nagelbänder hinlegen? So schalten wir wenigstens ein Fahrzeug aus. Das sollten wir aber auf der Unterstraße machen, dann müssen wir weiter unten zugreifen. Nee, ich würde, wenn die Parallelstraße nehmen, die Bay City Avenue, wenn die hochfahren sozusagen bei dem, dazwischen Maskenladen und nördlich gesehen diesem Einkaufspunkt, wenn wir da schon irgendwie zuschlagen, beziehungsweise da dann anfangen, weil da können wir auch nicht viel ausweichen. In diesen Seitenstraßen meinst du da? Diese kleinen, ja, irgendwie, dass wir uns Richtung Strand runter da irgendwo in den Seitenstraßen verstecken und dann kommen wir raus und weil das soll ja während der Fahrt passieren. Andere würde Frage. Auch sagen. Ja? Wenn Kurt jetzt noch kommt, Heli nehmen, einer fliegt und zwei bolzen zumindest mal die Air-One weg. Nee. Es geht nicht, du willst du die Air-One wegbolzen, du kannst ja nicht schießen. Ach, scheiße, stimmt. Ja. Können wir nicht Drive-By machen aus dem Heli? Außerdem, die Heli sind nur da, um uns zu leaken, und da leaken wir uns ja dann sowieso wieder. Ja, ja, nee. Aber das mit der Seitenstraße von Chris, das finde ich halt immer so schlecht. Müssen wir aber ein bisschen weiter oben machen. Naja, ich würde nicht zu weit hoch. Ich würde da, wo der Friseurladen ist. Da auf der Höhe. Und da stoßen wir sozusagen raus. Wo ist denn da Friseurladen? Nein, die fahren die Straße oberhalb. Die fahren schon die dicke Straße, die zum Ocean geht. Naja, und da gehst du hoch. Zwei warten zum Beispiel oben bei dem Einkaufsladen und die anderen warten bei dem Friseur. Wenn wir die brauchen möglichst sind, viel Feuerkraft. Naja, wir sollen doch aber jetzt erstmal während der Fahrt... Freunde, Road to 20 Likes. Was ist denn hier für eine Katze? Ey, lass die. Lass die Katze in Ruhe. Road to 20 Likes. Ich mach gar nichts. What the fuck's name are you doing? Hast du jetzt grad... Da krieg ich die Macht. So los. Also... Ich würde das so machen, bevor die jetzt langsam losfahren. Ja, wir müssen aber warten noch drauf, dass wir wollten ja aber warten auf jeden. Achso, okay. Ah, ich würde halt das so machen. Also ich würde das halt, ne, dass wir uns alle da bei links positionieren, bei dem Einkaufsladen und dann da irgendwie rausstoßen oder so mit den Autos. Was weiß ich, oder zwei warten unten beim Lasertech und wenn die vorbeigefahren sind, fahren die beiden hinterher. Weil es soll ja, wie gesagt, während der Fahrt stattfinden diesmal. Dann pitten wir die aus dem Lehm. Alter. Ja, und dann letzte Situation, Supreme Court versuchen, alles wegzuholen, oder wie? Naja, wenn die soll doch da drinnen eine eigentlich Dienst machen. Ist das jetzt unsere letzte. Ach so. Sonst hätte ich gesagt, stürmen wir das Supreme Court. Ja, das hätte jetzt auch. Das könnte man noch als Viertes jetzt reinnehmen, ja. Mach mal. Ja, würde ich Überraschungsmoment, ja. Safe. Also, dann machen wir es so, wir postieren uns jetzt alle in den an dem kleinen Laden zwischen Friseur und kleiner Laden. Alles klar. Friseur und kleiner Laden, genau. Müssen wir halt schnell sein. Ja, genau. Na dann. Ja, aber die warten eh noch drauf, dass wir uns die Fahrzeuge wieder reparieren. Vorher machen die eh nichts. Wir müssen ja auch noch auf Kurt warten. Warte, dann gehe ich hin und tue dann mal die Fahrzeuge reparieren. Jo. Ja, warte. Hallo. Okay, funktioniert. Check. Wo stehen die gerade? Weiß das einer? Autohaus wahrscheinlich. Autohaus. Ja, aber dann gehe ich die Autos schnell reparieren. Mach das. Wir fahren runter, oder? Nimm dein Auto mit. Ich fahr den zweiten Suburban nach, ne? Ja. Okay. Das heißt, den hatte ich mir eigentlich nicht. So, lass mich mal gucken, welcher ist meiner? Ist das der? Ja, der wird sich denken, what the fuck ist los mit denen? Ja, Wessel, du musst dann noch dein Auto abholen, ne? Der denkt sich so, what the fuck is going on here, bro?
der wird sich gerade. Der wird sich gerade verdecken. Was ist los mit dir? Der Rechtpunkt fällt und grüßt die Erladung. Warum fahr ich eigentlich Alpha hinterher? Keine Ahnung, frag mich. Jetzt kommen wir gleich, jetzt kommen wir gleich sicher in der Verkehrskontrolle. Braucht ihr nur einer seinen Tape anmachen? So. Wo fahr ich denn hin? Ich fahr dir hinterher. Oh nee, ey. Ja, Mike, wenigstens bin ich der Einzige, der sich gefahren hat. Also wir sollten auf jeden Fall keine Gänge aufmachen, Leute. Nee. Ich bin so ein schlechter Crime. Da, Wolfi, oder? Ja, aber da soll's gut sein, ne? Wir sind jetzt bei dem Friseurladen. Ja, aber die Frage ist nur, fand ihr die obere oder die untere Gasse? Die Frage? I don't know. Ich kann aber nochmal nachfragen. Ich frag nochmal. Weil was ist, wenn wir ihnen das Leben schwer machen mit LKW-Hindernissen? Ich würde zwar noch feierlich machen. Ne, dass man das in größeren Rahmen dann macht. Kein Wunder. Ja. Hallo! Dann, also vorab ich Szenen, wenn hätte ich jetzt gemacht, dass man die einzelnen Kapitel durchgeht. Szenarien. Also nochmal kurz für mich. Wo ist er? Folgen Sie der Stimme, folgen Sie der Stimme. Nur für uns zum Sichergehen, welche Straße? Stellt ihr euch jetzt alle da unten hin oder wo? Wir treffen uns da jetzt. Wir sollen wir es ganz kurz abfahren? Ich hätte noch Fragen, ich bin da drei Stück dabei. Es geht mir nur nochmal korrekt, dass welche Parallelstraße. Ja, aber wohin legen? Aber ja, na, der Andl fragt gerade nach, wo. Geht zum, die geht zum Mike. Die obere Straße fahren oder die untere? Jawohl. Ich bin offiziell nicht bei 6. Der ist so creepy, nicht zu sehen, wo du stehst. Kümmert sich da jemand kurz drum? Okay. Also fahrt jetzt die Straße da wieder runter, die ihr gekommen seid. Fahrt jetzt dort beim. Die. Wenn sie da jetzt rausfahrt, die Straße gerade durch zum Ocean oder nehmt ihr die, wo jetzt noch beim Laserdeck vorbei. Gleich, die erste links gleich durch? Sieht wohl gerade nicht so aus. Also dort, okay, bei der Versicherung der vorbei, also Richtung Versicherung, da jetzt runter Richtung Ocean. Genau, also Richtung Versicherung und dann kommt doch da die Kreuzung hochwärts an diesem Schnapsladen und so weiter vorbei. Du meinst diese Bar da, wo das Getränk ist? Genau. Aber da die große, die obere Kreuzung. Ja, mir Plan ist es quasi am Bahama Mama vorbei zu fahren. Ach so, dort check, vorbei. Check. Ja, das heißt ein bisschen im Zickzack Bahama Mamas und dann dort hoch zum Makler. Ah, okay, also Bahama Mama rein und dann fahrt ihr zu dem Lebensmittelladen hoch, dann bei der Fließer vorbei zum Makler. Genau. Danke. Und für dich zur Info? Ja. Ist noch da? Ja, bin ich. Es ist jetzt so geplant, dass quasi der VIP, wenn ihr dann nochmal zugreifen würdet, in Sicherheit gebracht wird, Mission Row, und quasi ein Teil vom Team euch dann quasi. Also es wird dann gesplittet. Ah, wenn wir euch jetzt im fahrenden Angriff nehmen. Genau. Ah, okay. Okay, also aber zu. Ah, nach dem Angriff hat sie direkt Mission, also Cord gibt's gar nicht. Wenn ihr. Es kommt halt drauf an, wo ihr angreift, wo ihr euch positioniert. Okay. Na, auf jeden Fall sollen sie ja den VIP dann, wenn jetzt noch dieser Beschuss kommt, sollen sie ja dann in Sicherheit bringen bis zum Mission Row. Verstehe. Okay. Ja, passt.
Alles klar. Kein Drive-By machen. Dürftest kein Drive-By nehmen. Ja. So, ja, okay. Das können wir knicken. Ja, dann. Okay, ich weiß jetzt die genaue Route. Okay. Sie fahren da jetzt diese Straße hoch. Also hier rechts jetzt die große hier. Die, genau, die da fahren sie hoch. Dann Bahama Mama rein, dort die Gasse. Dann Bahama Mama wieder rauf Richtung dem Lebensmittelladen und dann die Fließer rüber Richtung Makler. Jetzt ist ja, aber Bahama Mama ist doch perfekt. Jetzt ist nur eine Sache. Sobald dieser Angriff jetzt stattfindet, werden sie den Konvoi splitten und die Zielperson ins Mission Row bringen. Dann ist die Übung vorbei. Das heißt, wenn wir das... sollten uns aufteilen. Entweder das oder wir müssen die vorher am Supreme Court dort angreifen und dann erst die Fahrübung. Das ist jetzt halt die Frage. Also wenn nur noch eine Chance hat, dann Supreme Court. Dann Supreme Court. Ja, dann wir sind jetzt auch ein paar mehr Leute. Ja. Also dann deswegen, weil ich würde Supreme Court nehmen und dann würde ich eventuell nochmal nachfahren auf dem Weg dorthin. Jo. Jawohl. Okay. Gut, genau, dann zum Supreme Court. Auch in den anderen Funk. Wo treffen wir uns dann? Supreme Court. Ich würde sagen, wir uns bei der Feuerwache treffen, beim Supreme Court da dahinter. Bei der alten. Ja, kann man machen. Wie sieht's aus wegen Helm, mit oder ohne Helm? Mit. Alles was geht. Jawohl. Ja, dann muss ich mir auch noch schnell fix einholen. Okay, dann treffen wir uns mit den Fahrzeugen beim Supreme Court. Wir müssen dann halt nur schnell sein. Also für die, was halt fallen im Supreme Court, raus. Und dann sofort ein Fahrzeug besetzen, dass wir sie dann noch beim Abtransport dorthin noch einmal raiden können. Weil das Ziel ist das Mission Row. Ich muss noch Waffeln holen. Was habt ihr alles für Waffeln? Alles, was geht. Plünder einfach das 1-7 Lager. Achso, okay, so machen wir das. Okay. Blünder einfach das 1-7 Lager. Wart ihr alle im 1-7 Lager? Nö, also nö. Oh, nein, niemals, würde ich machen. Nö. Ich kann die Lackierung nicht ändern vom Suburban. Also, was ich stehe jetzt am Kurt. Wir müssen die Fahrzeuge nur verstecken. Am Kurt stehst du? Ja. Gut. Pass auf, Juwelier. Gegenüber vom Juwelier ist eine Seitengasse. Dort kann man reinfahren. Dort kann man ein Fahrzeug verstecken. Hier im Krankenhaus kannst du auch einige stellen. Ich hab's am Emergency. Jetzt irgendeiner, ja, ich möchte. Okay, beim Supreme Court sind Leute. Ich mach mal kurz einen Powernap. Den war. Okay, noch ein bisschen, muss noch einkaufen fahren. So viel herumgeportet heute da schon in der Kack. Shadowfire, dankeschön für das VIP-Werden. Übung für Seat. Für Seat ist die Übung. Nicht für SWAT, sondern für Seat. Ehrenhaften Ehren-Seat. Ja, wir werden sie jetzt noch einmal attackieren. Also wir werden sie jetzt am Supreme Court. Aber dort wird sie jetzt nochmal die Rede halten. Na, also. Herzregen für die Mods. Freunde, macht einen Herzregen für die Mods im Blau. Damit sie wissen, dass sie gemeint sind. Einen lieben, ehrenwerten Herzregen bitte für unsere lieben Mods. Verdammt, jetzt habe ich wieder meine Weste verkackt. Oh, Mann. Mensch, Meier. Mensch, Meier, du. Oh, nee. Nicht die 1-7 Weste. Hab ich noch?
15. Alrighty, ich bin wieder da. So, warte mal, ich brauche jetzt nochmal hier die Kacke. Warte, lass mich mal. Panzerung. Wir müssen nur beachten, dass beim Quad gerade Leute sind. Oh Gott, hab ich mich schon. Ah, Mike kehrt das schon. Also ich würde das Wort jetzt tricksen. Wie? Warte mal, wir rüsten das immer noch mal auf. Hey, wir können unseren Autohausplan nochmal machen. Ja, warte mal, ich gehe dorthin. Zwei Leute ins Gebäude oder drei? So, Mike und ich gehen wieder ins Gebäude, würde ich sagen. Easy, ja. Das kenne ich ja wie meine Westentasche. Na dann, auf zum Autohaus, Jungs. Ja, dann lass also Autohaus, Mike. Mal, wir Autohaus. Müssen noch mal ins Autohaus. Ich rede dann noch einmal kurz mit dem Ding, mit dem Chris. Ja, für euch dann einfach mal Autohaus, hä? Hast du nicht ganz gelesen? Aha, Autohaus. Wir müssen jetzt beachten, es sind noch mehr Polizisten geworden. Wie ist denn das passiert? Das Autohaus ist aber voll, gell, mit Leuten. Tja. Ja, warte, ich kläre das gerade mit ihm. Ob wir uns da nicht alternativ noch einen Ort suchen. Was ist mit der Weasel News? Beispiel, ja, ich kläre das mit ihm. Weasel News, mitten drin stand oder was? Ich hab einen Ort, wo wir eine Prüfung machen können. Ja, na, wir schauen mal, wo die jetzt gerade, wo die Route jetzt von denen vorlaufen. Komm nochmal mit. Gerade anlaufen. Aber wissen die davon oder nicht? Ich glaube, zwei Leute wissen nur davon. Eigentlich weiß nur Autohaus, eine Person was davon. Das ist gerade randvoll. Von Flugplatz mit drei Haltepunkten. Ja, das sind und das Leute. Ein VIP. Vielleicht okay, sollten wir uns an alternativen Ort. Die müssen auf alles vorbereiten. Also wir haben uns nämlich gerade gedacht. wir hätten auch noch eine Idee. Wir haben uns gerade gedacht, dass wir euch noch einmal am Supreme Court noch einmal ordentlich überraschen und raiden probieren. Und dann noch einmal das mit der Fahrt noch einmal extra. Der Schutz ist ja erst zu Ende, wenn die Person wirklich sicher angekommen ist. Das heißt auch, könnte man, warte. Dafür müssen sie ja auch das Gebäude sichern. Denn David, hast du kurz? Wenn wir jetzt uns im Gebäude positionieren und dann den Angriff machen, wie wär's denn damit? Ja, warte, ich klär das mal. Hallo. Servus. Grüß dich. Also eine Fetzerei im Mission Row wäre auch nice. Im Quadband. Und da geht's dann gleich. Ja, wir machen das so. Genau. Okay. Also Autohaus ist gerade randvoll. Also das wäre gerade ungünstig, sage ich so. Wir also der nächste Point, also Route wäre jetzt Makler quasi gesehen und dann zum SC runter. Genau, wir haben jetzt noch einmal den Plan gehabt, dass wir euch am Supreme Court noch einmal ordentlich überraschen. Und dann noch das freut mich. Und dann noch mal, und dann wollen wir uns noch mal extra mit der Fahrt, wollen wir uns euch noch mal. Also dass wir dann schauen, dass wir dort das Schussgefecht mit uns bringen und dann wollen wir nochmal am Weg zum Mission World. Da würde ich aber eigentlich sagen, dass wir es im SC machen. Dass ihr im SC vielleicht wartet. Ja, wir warten sowieso im SC. Okay. Und nach dem Szenario wollen wir euch noch einmal raiden. Okay. Deswegen. Bin ich wieder dabei. Na? Okay. Ja. Das machen wir. Passt. Okay. Perfekt. Dann fahren wir von hier aus, ne? Jo. Gut. Jo. So, warte, ich komme zu euch. Der Dragon Ears! Oder der Dragon Ears. Könntest du noch mal kurz jetzt den letzten Stand der Planung darlegen? Wo ist das Endziel? Und ja, warte, wir treffen uns beim Supreme Court, dann erkläre ich das nochmal. Wo seid ihr? Okay, Tempo. Auf dem Weg. Autohaus ist abblasen, das habe ich gerade, weil das sind zu viele Leute. Gut, wir kommen zum Supreme Court. Genau. Zum Supreme Court jetzt, alles klar. Teleportiert euch einfach zu mir. Ja, ich kann nicht, ich bin ja im Auto. Das brauchen wir jetzt gerade eh nicht. Hä? Warum nicht? Ja, weil wir jetzt einen Angriff im Supreme Court machen. Auto brauchen wir erst danach. Ja, aber alles klar, kommt auch ein zweites Szenario danach. Ja, ja. Boom.
Aha. Das war knapp. Präzision. Auf höchstem Niveau. Da bis hinten kommen die Rasselbande. Schau, wie es rein ding, 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 ding. Mein Plan wäre jetzt wirklich gezielt auf die Andrea zu gehen. Ja. Und das ist eigentlich unser Ziel. Die werden aber, bevor es Supreme Court nicht kontrolliert worden ist, die Andrea nicht aus dem Auto lassen. Deswegen müssen wir uns ja auch schlau verstecken. Oder nur drei Leute rein. Was ist, ich habe mal jetzt eine Frage, was ist, wenn wir uns da drüben, wir haben das schon mal gehabt, das Szenario, dass sie von da drüben, von den Mauern da oben, von den grauen Mauern runtergeschossen haben, auf Supreme Court. Wenn die aber durch den Hintergang gekommen, hast du keine Chance. Richtig. Ja, dann musst du halt, ja, dann, du weißt ja nicht, wo sie kommen, ne? Ja, dann, Ja. Die werden ja bestimmt hinten reinfahren, die werden ja kaum hier vorne reinfahren. Ich glaube, dass da, wenn der Hobbs dabei ist, fahrt er sicher da vorne ran. Oder beides, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir müssen uns halt saugut verstecken. Es wäre halt geil, wenn wir die Andrea, dass wir dazu kommen, dass sie aussteigt, dass wir uns so lange bedeckt halten, bis sie aussteigt. Und dann müssen wir halt schauen, dass wir maximal nur auf sie gehen. Pass auf, hinten gibt es ja Büsche draußen, ne? Ja, es gibt auch die Dächer auf der Rückseite, genau, wo du von oben runter schießen kannst. R1. Richtig. Ja, Vergiss es. Genau. Ein paar Leute tun sich draußen in den Büschen verstecken. Weil so habt ihr draußen. Ist gerade jemand im PD-Funk, dass die nicht schon losfahren? Nein. Negativ. Also was negativ? Seid ihr drin oder nicht? Nee, ist nicht dran. Ich bin noch nicht dran. Ja, dann einer rein, dass wir schauen, ob die nicht schon fahren. Dennis, geh du rein. Jo. Du bist genau. Der Chef vom PD. Draußen ein, zwei Personen in den Büschen verstecken. Geht ja relativ gut. So dass man sie eventuell versuchen kann, dann schon draußen auszuschalten. Ansonsten, wenn das nicht funktioniert, ist halt, ja, Plan B, ne? Ja, nur Plan B. Plan B ist dann alle weg, Mission Row. Frage, also, haben alle von euch zu einem erweiterten Magazin und Panzerung dabei? Panzerung, ja. Erweitertes Panzerung, ist dabei. Ja. Erweitertes Magazin, nein. Okay, ich habe jetzt nicht erweitertes Magazin. Ja, ist wurscht, du kannst sie voll equipen, alles was geht. Ja. 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 Weiß man schon, ob die fahren oder was? Ich warte gerade noch. Okay, ist wohl, dann fahren sie. Habt ihr Names dann aus, ne? Ja, natürlich. Ja. Mhm. Weil da oben sind jetzt zwei. Die haben aber schon Bescheid gesagt, glaube ich, gell? Genau. Ja. Den, klar. Nee, mein Vogue habe ich nicht Bescheid gesagt. Der ist erst neu dazugekommen. Ah. Der wird ich gehe mal hoch. Sie wollen schrecken. Ich gehe mal hoch. Der wird reichen. Also zwei Leute draußen und der Rest hier drin, oder wie? Ich würd nicht so viele Leute drinnen haben. Draußen musst du die Manpower haben. Weil wenn die Andrea rausbringen und du stehst mit dann so muss schnell draußen, gehen, ja. Dann muss schnell gehen, Alter. Dann wir müssen uns halt irgendwo saugut verstecken. In was die ist mit diesen Gebüschen da? Ja, überall die Büsche. Hinter so eine kleine Hecke. Ja, was ist da vorne, wenn man sich da reinlegt? Sieht man da was? Ich würd nur vorne pokern jetzt. Okay. Also sicher? Ich vielleicht noch welche pokern vorne. Drin? Und aber nur zwei oder drei maximal drinnen. Und hinten? Das ist die Frage. Frage an also euch. Ich würde mich hinten in den Busch hocken. Ja, da würde ich mitmachen. Dann machen wir halt nur eine Person als Spotter hinten. Zwei. Ja, dann pass auf, zwei, dann zwei hinten. Und okay, Speedlush, ihr geht's nach hinten. Also komm. Ja, warte, ich hol mir nochmal neue Dings. Wie viel sind wir denn jetzt noch? Mike ist noch da, Alf ist noch da. Da hinten ist noch... Jetzt ist er weg. Da hinten war noch mal, die melden sich gerade alle ready. Okay, scheiße. Okay, dann wir müssen jetzt Warmus machen. Die fahren jetzt los. Ah, ja. Die fahren los. Ja. Wir müssen uns verstecken. Rein. Dann würde ich sagen, zwei oder drei rein und der Rest außen. Ja, komm mal, ich kann gehen hier rein. Ja, mal. Bist du im Funk 815? Irgendwo da in der schau mal hier in der Ecke. Ja, die werden ich schätze mal, die werden, bevor sie mit ihr reinkommen, werden sie alles kontrollieren. Das ist das Problem. Irgendwo, wo man dich nicht sieht, das wäre gut. Jein, aber. Denn es geht auch nicht sehen. Raus. Ich hock mich da draußen in einem Busch. In einem Busch? Mhm. Und wir greifen dann ein. Also greifen wir so Ziel an, dass ist wir die Andrea. Ziel ist die Andrea. Bedenke aber, dass es eine R1 gibt. Ja,
Informativ, Matze sitzt im Busch neben der Palme, fast direkt am Eingang. Gut, dann sind wir hier drin zu zweit. Und ich habe eine P90, dass es schneller gehen kann. Ja, ich finde keinen Busch. Hier bei mir ist noch ein Busch, bei der Palme außen. Linke Seite von dem. Achtung, die A1 kommt. Ja, dann kann ich es vergessen, ich muss jetzt rein. Tut mir leid. Ja, bleib drin. Okay. Ja, dann muss ich gucken, wo ich... Ach, scheiße. Schaut bis jetzt aus, dass sie über ein Ding kommen. Hier sind gerade welche vom... Warte, die kommen. Die fahren hinten hin. Hinterausgang. Ja, sind vor, die von hinten, die fahren bei uns vorbei. Können wir direkt schießen? Yes. Ah, nee, wir wollten doch warten, oder bis Andrea aussteigt. Bis die Andrea, bis die Zielperson aussteigt. Ja, aber wir sehen sie doch jetzt nicht. Wir schauen noch. Sind hinten, dann sollten wir von vorne jetzt durchs Gebäude nach hinten oder außen. Das Problem ist, die R1 schaut gerade vorne. Ja, wartet noch. Wartet, bis sie sich hier hinten aufgestellt haben. Die stehen jetzt gerade in der Straße Richtung Mechaniker und fahren langsam jetzt hier an. Wir sind in dem großen Besprechungsraum im Supreme Court. Ein Fahrzeug fährt jetzt Hinterseite rechts, macht die Straße dicht. Die Frage, ja, was passiert? Direkt über dem Gebäude. Was passiert, wenn wir sterben? Was machen wir dann? Reviven. Wo ist Reviven und dem No-Clip? Wo ist der große Besprechungsraum? Westseite, der Flügel. Beste, ja. Nach vorne raus. Wenn du vor dem Supreme Court stehst, der linke große Raum. Scheiße, ich bin oben. Leute, Andrea. Ich glaube... Links, ne? Warte, so, komm rein. Steigen alle aus, die kommen durch den Hintereingang. Alex, bei uns ist linke Seite in Charge, den könnten wir wegballern. Warte. Also vor mir steht direkt ein Auto mit Flaggen. Ich glaube, die sitzt direkt vor mir. Das ist sie, in dem Auto mit den Flaggen. Warte, dann hätte machen wir das fast direkt durchs Gebäude durch, oder? Durchs Gebäude. Könnte jemand zu meiner Seite kommen, Richtung Eingang zum Court? Bist du da in dem Saal drinnen? Na, in dem Chorsaal, dort, wo das Gericht immer stattfindet. Da bin ich bei dem Eingang, wo die Baustelle ist. Achtung, zwei Leute kommen ins Gebäude. Wir sitzen vor dir im Gebüsch. Richtig, ja, ihr könnt hier reinkommen. Da, wo ich bin, ist niemand. Auch die R1 nicht? Ich höre keine R1 mehr von mir. Das Problem ist, wenn wir jetzt auf der Kreuzung stehen, zwei Fahrzeuge. Die R1 ist direkt über dem Supreme Court. Ja, dann können wir nicht. Zwei Leute sind ins Gebäude. Sind bei uns im Raum, ja. Auto mit der Flagge steht zwischen Eingang und Parkplatz. Smokey, bei uns stehen ja direkt die zwei Fahrzeuge. Der Dragon Ears, haut bitte einen fetten Herzregen für der Dragon Ears raus. Nein, vielen herzlichen Dank. Dankeschön vom ganzen Herzen. Aber das Problem ist, wenn wir aufstehen, dann sehen sie uns. Dann wird gefunkt. Jungs, wir haben die zwei, die das Gebäude sichern sollten. Habt ihr gefangen? Die müssen weiterfunken. Ja, warte. Die müssen weiterfunken. Okay, jetzt könnten wir eigentlich. Kommt rein in den Raum. Los, nichts machen, aber nichts machen bis jetzt, ne? Nichts machen, nur reinkommen zu mir. Nur reinkommen, ja. Ich glaube, die A1 hat jetzt 10 Meter gesichert. Aus. Fahrzeug vor mir, noch keine ausgestiegen. Alle anderen stehen hier recht verteilt und schauen nach außen, aber nicht nach innen. Zwingen die dazu, dass die funken, dass drin alles okay ist? Habe ich schon. Müssen funken. Wir haben schon durchgefunkt. Matze, wir hören auf dein Go, habe ich gehört. Jawohl. Wenn es zu irgendwas kommen sollte. Also ich machen letzte Position, ich würde dann halt Gebäude rein, falls sie das außen rum wollen, ja. Es ist noch eine Person im Gebäude, läuft jetzt gleich zur Treppe hoch. Also Vorsicht, Leute. Wir sind jetzt im Gebäude, Seitengebäude. Okay, so mit zwei Gebäude, zwei Leute noch im Gebäude sind jetzt gerade an der Treppe, linke Seite. So, sollen wir in den Gerichtssaal reinkommen? Gerichtssaal müsste gehen, die sind gerade an der Treppe Richtung Mitte. Haben die Klos gecheckt, jetzt laufen sie die Treppe hoch, Vorsicht. Ach, ein Zivilist kommt. Ein Zivilist geht rein. Geht gerade ein Zivilist rein. Zwei
zwei Leute stehen jetzt mittig am Empfang. Kommt jemand hören? Ja, laufen jetzt Richtung Brunnen vorne. Sollen wir die Hops nehmen? Nehmen Hops, den nehmen Hops. Wenn die reinkommen, nehmen wir die Hops. Stehen vorne. Ach, die kümmern sich gerade um einen Zivilist. Ja. Ja, wir können ja beide Hops nehmen. Na, safe. Mach das Stimme rein, nehmen wir den. Die werden sofort schießen und dann ist die Situation vorbei. Wartet noch. Die kümmern sich gerade um den Zivilist direkt am Eingang. Doch, zwei Cops, die sind direkt am Eingang jetzt. Ja, ja, die sind jetzt gerade vorne die Tür raus. Die haben den Zivilisten weggeschickt. Kommen jetzt wieder rein. Wenn die zu uns in den Gerichtssaal kommen, nehmen wir es gefangen. Jetzt sind sie auch nach oben gelaufen. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Fangen? Denkst du, es klappt? Hat bei Mike auch schon geklappt. Seid da drin, bitte beide am Fluss, alle am Fluss dann. Bis ihr die seht. Sie sind die Treppe hoch, ich sehe sie nicht mehr, ich kann nichts mehr sagen. Ruhig. Das Fahrzeug mit Flagge ist jetzt ein bisschen nach vorne Richtung Parkplatz gefahren. Ein Fahrzeug steht rechte Kreuzung Richtung Mechaniker. Ein Fahrzeug steht links Richtung Juve, macht die Straße dicht. Ein Fahrzeug nicht besetzt. Ein weiteres Fahrzeug setzt sich in Bewegung, fährt jetzt Richtung Kreuzung Juve. Sag Bescheid, wenn der rechts. Die sind bei uns vorne, die sind bei uns vorne jetzt. Ja, ein Fahrzeug fährt vor, ein Fahrzeug fährt ein vor. Fahrzeug ist vorne. Wir müssen aufpassen, dass die nicht durch die Scheiben sehen, dass wir die kurz fahren. Ja, Achtung, ich sehe wieder einen, der die Treppe. Kommen beide die Treppe wieder runterlaufen nach rechts. Richtung Gericht? Die parken vorne jetzt auf der Wiese. Stehen jetzt wieder vor den Klos. Frage. Finaler Schuss von mir, falls ich frei hätte. Hey Leute, die sichern gerade ab. Ich habe gerade zwei Polizisten oder so gehört, die sichern gerade den Westen ab. Den Westteil. Die sind gerade hinter dem Gericht, also hinter dem, wo das Gericht immer stattfindet. In diesem Raum gewesen. Zwei Stück stehen immer noch vor dem Klo. Die sehe ich hier bei mir. Deshalb von vorne fährt jetzt wieder nach hinten. Steht wieder hin. Der Spot da ist. Leute laufen jetzt Richtung Westseite. Richtung Büroräume. Alex, kurz. Richtung Westseite. Ich kenne mich im Kurt nicht aus. Richtung Westseite. Juve, kommen zwei Stück. Ja, wir sind Büro. Vorne in der Main Hall. Ja, kommt zurück. Wir gehen da nach hinten raus, sonst haben wir. Es kommen nochmal zwei rein. Es kommen nochmal zwei rein von der Hinterseite. Vorsicht. Highspeed Unit noch. Mike, Chris, vor euch ist irgendwo einer. Ich habe ihn gerade gesehen durchs Fenster. Die kommen jetzt gleich durch die Tür rein bei euch. Weißt du, was geil wird? Die wegtasern. Auf der Tür die weg. Die haben uns gesehen, die haben uns gesehen. Achtung, Bus, kommen welche, wir nehmen uns fest. Wir haben einen Down, wir müssen schießen. Wir haben zwei Down. Vorsicht, VIP. Also einer von uns VIP. Vorsicht, Vorsicht. Wir müssen aufpassen, dass die nicht mit dem Suburban mit ihr abhauen. Die wollten gerade schon, haben wir wieder angehalten. So, VIP dreht Richtung Mechaniker, VIP dreht Richtung Mechaniker. Das ist schlecht. Und fährt weg, VIP fährt weg. Scheiße. VIP fährt. VIP kommt nach vorne her. Warte, ich hab einen Maybach dort beim Emergency. VIP fährt Richtung Mission Row. Wann Richtung Mission Row, ja. Warte, ich schau, dass ich also meinen Fahrzeuge Maybach... Also besetzen. Ja, los geht's. André, ich bin hinter dir. Jungs, ich bin raus, tut mir leid, die haben auf mich gezielt.
Alles gut. Los geht's, Leute. Fahrzeuge. Vollgas. Sehen jetzt Arcadius, Arcadius. Wir sehen Sie. Arcadius. Wir Arcadius. Sehen Sie bitte nur Zwickmühle. Fahren rechts Richtung Bürgerschott. Bürgerschott jetzt. Sorry. Wir verfolgen die gerade. Fahren runter, jetzt Arbeitsamt und oberhalb. Ich werde die Pitten fahren probieren. Fahren Richtung, wir müssen sie pitten. Andel, versuch sie wegzuholzen. 1020. Jetzt Arbeitsamt Richtung Hauptplatz. Genau, jetzt unterhalb Hauptplatz. Wir müssen sie wegholen, wir müssen sie wegholen. Nicht ins PD reinlassen. Verdammt. Steh vor dem Eingang. Mach die andere Seite dicht. Die müssen hier, die dürfen hier nicht rein. Seid ihr bei PD? Wir sind bei PD. Ja. Fahren wieder raus. Die fahren wieder raus, die fahren raus. Ich bin Pizzeria, Seitenstraße. Jawohl, fahren wieder Richtung Hauptplatz, Lisa. Biegen links ab. Ich hab mich probiert abdrängen. Warte, ich bin mit Superm hinter dir. Tankstelle BD. Ah, das bist du. Matte. Tankstelle BD, geradeaus weiter Richtung, ja, sehr schön. Funk du bitte. Achtung, links ab. Boah. Fährt jetzt links, der fährt hier runter Richtung altes Krankenhaus. Ich bin noch beim Mission Road. Hotzen weg. Los geht's, hopp. Fährt Richtung Rückseite. Jo, sind hinten dran. Wo haben Rückseite? Gedreht. Wo Rückseite? Auf der Brücke, haben sich mehrfach gedreht. Welche Brücke? Bin die rechte Seite. Neue Safety. Geradeaus. Mann, du dich auf den zweiten, ich hol mir die Andrea. Ich probier's. Fahr Offroad! Kann ich nicht links, mit. Hier links. Nee, ich kann nicht. Ich will nicht zu weit jetzt wegfahren, weil die fahren gerade neues FD oberhalb, fahr wieder runter. Los! Fahr wieder Richtung neues FD. Fahren wieder Offroad? Nein. Fahren was? Richtung Casino. Ah, hier links. Hab Alex. Wir werden wahrscheinlich jo. Die Brücke nehmen. Bitten. Also auch tot? Nein. Achso, du sitzt da drin, okay. Sind jetzt Mirror Park, fahren weiter. Wohin? Richtung Casino. Ich bitte jetzt. Warte Alex, ich kümmere mich um den hinteren. Ich glaube, die gehen wieder Richtung Kurt zurück und versuchen sie da zu sichern. Wo seid ihr? Nationalbank vorbei bei Richtung McDonalds runter. In die Hills hoch. In die Hills hoch? Hills hoch, ja. Achtung, von innen kommt wieder unser Bourbon. Wir sind unterwegs. So, wo seid ihr? Wir sind raus aus dem Hill, aus dem Kurt. Wo seid ihr? Hills Richtung Hills, in den Hills. Fahren die Gilalapa dort in der Nähe. Ja, warte, da bin ich. Fahrt ihr runter? Ja. Fahrt bei der yes. Gilala vorbei. Warte, ich wollte die blockieren, aber die sind durch. Schick mich weg, scheißegal. Fahr. Die wollen zum Kurt, glaube ich. Blockiert den. Die sind jetzt beim Gericht. Na, die fahren. Nein, nichts Kurt. Wir sind am Gericht vorbei. Sind Mechaniker abgebogen. Tunnel Rockford Plaza abgebogen. Die fahren, glaube ich, wieder Mission Row. Die fahren wieder Mission Row. Zumachen, Mission Row. Die fahren Mission Row, safe. Roten Parkhaus, links Richtung Hauptplatz. Jetzt musst du sie wegballern. Rechts abgebogen Richtung Arbeitsamt. Ich fahr zum Mission Row. Wir fahren auch links Richtung Mission Row. Die sind jetzt auf der Straße. Na, fahren zum Benny's. Jetzt Gebrauchtwagenhändler links abgebogen Richtung Mission Row. Am Ammunition.
Fahren jetzt wieder auf dem Hauptplatz. Abwehr abgedrängt. Wir sind am Mission Row. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ja. Und wieder, Vollgas. Ich bin wieder da. Warte, ich fahr durch die Pizzeria. Fahr durch die Pizzeria. Fahren zum Mission Row wieder, Vorsicht. Mission Row. Die wollen jetzt mischen. Abdrängen, abdrängen. Achtung Jungs, aufpassen! Hintereingang, Hintereingang, Hintereingang! Hintereingang! Fahren wieder vor, ich bin dahinter. Sind unterhalb. Ah. Komm, komm hinten an dem kleinen Garage, komm wieder Richtung Petit. Fahren wieder Richtung Bennys. Fahren wieder Richtung Tankstelle Petit. Achtung, hier ist ein Superb, der gehört nicht zu uns. Fahren jetzt wieder Richtung, FD hinter. Grün-weißes Parkhaus. Rechts abgebogen Richtung Grove Street. Fahren runter Richtung Ikea. Links abgebogen Richtung alter Abschlepphof. Ich schau, dass ich die beten kann. Jetzt alter Abschlepphof. Ah. Achtung, bei uns auf der Kreuzung stehen Cops. Bei uns stehen die Cops auf der Kreuzung. Fahren jetzt schießen, wieder gell? Mission Row. Fahren jetzt wieder zur Tankstelle. Versuch sie zu kriegen, Alter, versuch sie! Fahren wir runter. Macht einer hinten den Eingang dicht und zwei fahren hier runter. Fahren jetzt wieder ans Ammunition. Weil die kommen jetzt alle hier angedüdelt. Jetzt links beim Ammunition Richtung Gebrauchtwagenhändler. Gebrauchtwagenhändler vorbei. Wieder links runtergebogen Richtung Grove Street. Sind jetzt beim alten Bennys. Saturn wollte es nicht. Oh nein! Also, das ist bin dahinter, das sind bin der. Dahinter, bin dahinter. Bin dahinter. Tankstelle Richtung Innerstädtischer Highway. Wir haben, wir haben einen Suburban. Hast du Achtung, hinter dir ist ein Suburban? Jawohl. Keine Fahrfehler. Oh, mal unser Maybach raucht. Versuche mich abzudrängen. Fahr zum Mission Row, fahr zum Mission Row. Ich hab drei Suburbans bei mir, plus VIP. Hab sie gedreht. Lass uns bei Mission Row warten. Wir haben ein kaputtes Auto, wir müssen zum Mission Row. Ja, ich werd hier von drei Suburbans gefickt, Leute. Ey, holt diese scheiß R1 runter. Die fahren wieder Richtung Mission Row, Leute. Shot fired. Ja, dann ja, zur Not alles R1. Wegholen, scheißegal. Wir müssen höher, die sind zu tief, die sind zu hoch. Die sind zu hoch. Ja, die fahren jetzt Mission Row. Macht einer hinten den Eingang zu. Einer hinten ich den Eingang hinten. Zu. Ich bin hinten. Ich laufe nach hinten. Ich bin hinten. Ich komme mit dazu. Versuch Platten zu schießen, wenn möglich, bei den Suburbans. Diese R1-Route, ich treff sie nicht. Ja, ist da ist ein Explorer. Leider. Weiß nicht, ob der dazu gehört. Da ist eine Highspeed. Haut dir die Highspeed weg, haut die weg. Ich glaub, die gehört nicht dazu. Ja, jetzt kommen Haufen PD-Fahrzeuge, die ja, nicht dazugehören. Vielleicht sollten ich glaube, jetzt haben wir das ganze PD gerade am Arsch. Gar nicht dazu gehört. Ach geil, ich hätte Bock. Alex, gib Gas. Weiß noch jemand, wo da VIP Lampe. Ist? Negativ. Wir machen gerade den Hintereingang so offen, also dass es aussieht, als wäre der Hintereingang zum Mission Row frei, aber verstecken uns dann auf dem Hof. Dann würde ich sagen, wir haben sich da vorne platziert. Ganze PD hat sich vorne dort. Hat irgendjemand? Ja, das Ganze, das ist doch scheiße, was die machen. Nee, wie komme ich denn zu dir rein? Ich muss ja vorne rumlaufen. Vorne über den Haupteingang. Ja, danke. Warum scheiße? Was weiß jemand? Ja, weil die jetzt das ganze PD aktivieren. Eigentlich sollte es eine SWAT-Übung sein. Ja, aber das Problem ist, wir haben sie halt auch auf die Stadt übertragen. Die können ja nichts dafür. Richtig. Ja, also gut, dann. Da muss ein Commanding Officer sonst reingehen in den Funk 1 und dort sagen, dass die nichts damit zu tun haben. Am besten jemand, der vielleicht schon down ist oder so. Ja, von uns ist noch keiner down. Hat jemand erkennt, wie hoch die R1 ist? So, was sollte nochmal
durchgegangen werden? Dass nur diese SWAT oder dass das nur eine Übung ist und dass die normalen Officer, die nicht von der Übung wissen, nicht dazugehören. Die sollen sich fernhalten. Aber ich glaube, die haben die gerade zurückpfiffen, weil es ist kein BD. Ja, die haben, ich glaube, das haben sie gerade selber gemacht. Ich würde gerne wissen, wo der VIP ist. Ich fahre meine Runde und suche nach dem VIP. Dennis und ich sind beim Hintereingang, ohne Auto. Guck mal beim Cord. Ich fahr zum Cord. Wer schießt? Der ich auf der R1. Tempor. wenn die weggekommen ist, ist doch dann fertig, oder? Ja, dann ist fertig. Nur das Ziel ist das Mission Row PD. Sie müssen sie im Mission Row PD sehen. Genau, das ist das Safe House. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Ja, ja. Zur Info. Wir stehen am Hintereingang so, dass die uns erst sehen, wenn es zu spät ist. Direkt an der Eingangstür. Aber gut, ich glaube, du könntest jetzt wieder dazu. Ja, müsst ihr wissen. Ich kann ja klar, mach mit, safe, mach ja, mit. Komm, ja, komm, ja. Neues Szenario. Alles klar. Dann ab zum Mission Row. Wir sind jetzt alle beim Mission Row. Frage, die R1 ist da auch jetzt langsam mal runter, oder? Ja, schon ja, ich denke, das mit der R1 absolut übertrieben. Die ist jetzt ja, glaube ich, seit 2 Stunden in der Luft. Ja, warte, Supreme Court ist leer. Supreme Court keiner vor. Ich bin noch 3 Minuten mit der R1. Dann haben sie 1,5 Stunden vor. Wo können die sich noch verstecken? In einem Safe House, aber das wäre brutal. Wir haben hier eine Limousine, die hier vorbeigefahren ist. Nee, ich habe keine Buchtu. Ich auch nicht. Das was, ich mache mir jetzt aber ein neues Szenario. Ich repariere mir mein Auto. Hat einer noch den Seiteneingang vom PD in Sicht? Nee, aber wir haben... Ich kann die ganze... Von vorne kann ich die ganze Seite sehen. Ich habe jetzt fürs neue Szenario mein Auto repariert, schnell. Ich suche auch mal mit. Ansonsten, lasst uns die in Sicherheit wägen, sagen wir fahren erstmal hier weg, tun uns halt die Umgebung positionieren. Nee, wir können da nicht weg, weil das Problem ist, sobald sie da drin haben, haben wir verloren. Ne, pass auf, die Sache, lass mich doch mal zu Ende erzählen, Matze. Wir fahren ein bisschen weg, bleiben hier gleich in der Nähe, sobald wir sehen, dass sie sich wieder hier in die Richtung bewegen, schlagen wir zu. Funkstelle, wir haben hinten beim Hintergang ein Auto bei uns drin. Könnte VIP sein, fährt jetzt wieder weg. Sorry, ich wollte früher funken. Ist ein BMW, Auto. Ne? Auto konnte ich nicht erkennen, ist gleich wieder rückwärts raus. Ja, ist ein BMW oder so. Ich verfolge den mal. Freunde, noch einmal für alle, die jetzt neu hier sind oder so, das ist nicht ein normales RP-Szenario hier heute. Das ist nicht das, was den Server hier normal widerspiegelt. Das ist heute eine Übung im übertriebenen Sinne mit Homeland und allem. Also wir repairen uns nicht oder was auch immer. Nur für die, die jetzt neu dazugekommen sind, sich denken, was ist das? So läuft es nicht bei uns normal ab. Schaut's andere Streams, Achtung, dann wisst ihr es nochmal. Ja, ihr habt sie gerade verschreckt. Ja, was ist, wenn die Fahrzeugwechsel durchführen? Dann haben wir Kokosch. Auf einmal das Szenario startet, und starten wir denn? Warte, da ist. Läuft ja quasi. Warte, ist da ein Suburban mit Flaggen bei der Pizzeria, glaube ich. Warte mal. Sollen wir hier warten, oder? Ja. Okay, wir warten. Frage, also R1 ist nicht unbegrenzt in der Luft möglich, ist das richtig? Ich habe gerade ein Gespräch wahrgenommen, dass sich die Einsatzkräfte dort beim Mission Row jetzt in der Nähe platzieren. Also dort wird es zum Showdown, schätze ich, kommen. Ja, Frage, R1 hat nicht unbegrenzt Sprit, ist richtig, ich glaube, ne? Die landet eh gerade. Ja, weil ich es ihm gerade gesagt habe. Nein, fair wäre, wenn pro Szenario hätten sie eine halbe Stunde, aber jetzt sind wir eh schon bei 1,5 Stunden dann, also von dem. Ja, genau. Suburban bei mir. Suburban bei uns wieder vorne. Keine Flagge. Da bei uns vorne bei der Brücke. Bei welcher Brücke? Es gibt viele Brücken. Rechts direkt vom Mission Row. PD-Brücke. Ah, alles klar. Nicht wundern, ich fahre mit dem Blaulicht.
10 vor. Bist du? Ich habe den geklauten Polizeiwagen. Ah, du bist der Maybach mit dem Blaulicht. Ja, ja, genau. Ah, okay. Geil. Also ich glaube, auf dem Nachbargebäude stehen zwei Cops. Auf dem Dach oben, also, oder? Zumindest. Wo? Auf dem Dach oben. Zumindest habe ich zwei Figuren gesehen. Wo, da bei dem Autohaus oder bei dem Parkhaus? Warte. Über vom Templer Hotel. Auf der BD-Seite. Also es gibt zwei Templer Hotels, ne? Das siehst du schon? Oh, tatsächlich. Wenn man von der PC-Brücke runterfährt Richtung Hauptplatz auf der linken Seite. Also ich fahre jetzt hier im großen Bogen immer Streife. Da steht ein Suburban. Da wo ich hingeschossen habe, da oben sind welche. Ah, jetzt da. Okay, in dem Parkhaus. Ey Jungs, es wird scharf geschossen. Ja, sind wir. Seid ihr gerade auf dem Polizeidach? Jawohl. Wir sind auf dem Vordach, ja. Alles klar. Ey, können vielleicht zweimal in dieses Parkhaus da nach oben fahren? Zwei vielleicht mit Maybach? Ja, können wir machen. Ich höre gegenüber. Also da kommst du nicht hoch. Da kommt man nicht hoch. Ah, stimmt, da kommst du nicht hoch. Aber ich glaube, beim anderen drei Suburbans in der Seitenstraße hier. Seitenstraße gegenüber Pizzeria. Keine Flaggen zu erkennen. Muss das Auto eine Flagge haben? Ja. Ja. Da wäre der RIP drin. Die darf nicht umsteigen. Doch, potenziell. Sollte die Flagge drin sein, ja. Dann war sein, vorhin was falsch. Sein kann alles, aber das Szenario ist noch nicht aufgelöst, sonst würden sie uns das sagen. Achso, okay. Aber ich glaube, das vorige Szenario wurde nicht aufgelöst. Ja, das vorige Szenario wäre gewesen, dass wir sie im Supreme Court schießen. Und jetzt ist das Szenario gerade mit der Verfolgungsjagd, plus dass wir das PD verhindern. Ja, aber sie darf nicht umsteigen in ein Auto ohne Flagge, oder? Nein, wir haben. Also, hat sie aber gemacht. Die sind umgestiegen. Also dürfen, das ist deren Plan, aber bei der Verfolgungsjagd beim Beginn ist immer sie mit der Flagge. Ach so, das. Jetzt können sie sich schon taktisch anders befördern. Alles klar. Aber zum Start muss sie immer in der Flagge sein, was sie auch war. Theoretisch könnten sie auch einfach sagen, okay, sie setzen sie jetzt in ein normales PD-Fahrzeug, was weiß ich nicht, ein Mustang mit getönten Scheiben und fahren sie da ins PD rein. Naja, aber denkt ihr wirklich, die kommen hierher? Ja. Da fährt der bleibt jetzt. Entschuldigung. Ein Challenger oder so fährt da gerade noch so einer. Okay. Was, ein Blackout kommt? Ja, Dennis, Alex, geht ihr auf das Hotel drauf? Knallt. Der Plan. Machen wir gerade, Dennis und ich. Frage, wer fährt hier mit Tech rum? Am 24.09. kommt ein Blackout. Achso, mit einem Tag. Tag. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich bin's nicht. Ich auch nicht, ich sitz da. Wo ist dieser? Wär's denn, wenn wir mal abziehen vom PD? Also ist es eine, so ist es eine Übung oder was? Ich glaube das nicht. Niemand wird mit Absicht am Blackout probieren. Was ist mit Krankenhäusern? Weil ich glaube nicht, dass die da herfahren werden, wenn da die ganze Zeit die Maybachs rumfahren. Dann müssen wir auf jeden Fall erstmal das Dach gegenüber wegkriegen. Wir suchen gerade einen Weg nach oben. Ja, wir schauen gerade nochmal hoch. Frag mal Dr. Google. Ich werde gerade von drei normalen Officern verfolgt. Hier? Ich fahr mal zu Mission Row. Ja, wir ballern hier ab.
Wir kraxeln gerade aufs Dach. Mal aufs Dach. Ja, ich würde nicht auf die drauf schießen, weil dann tun die sich da jetzt auch noch mit einklinken. Das Problem ist, sonst gehen die nicht weg. Machen sie doch eh jetzt schon. Also, Strafballer. Nein, nein. Also, wenn ich was google, kommt nix. Also, egal, ich mach jetzt kein Illuminati und wenn was guck kommt. Guck mal, wer da unten steht. Und guck wenn, mal, da unten, nein, da unten steht das PD. Wir haben Sicht auf das PD und auf deren Verteidigungsstellung. Sollen wir schießen? Let's roll. Mach die Verteidigungsstellung weg. Jungs. Warte. Warte, ihr schießt. Jetzt mal ehrlich, wenn ihr wenigstens tanken geht, macht die Waffen vom Rücken. Es ist. Wir haben, ja, ja. Wir haben nonstop Panik, weil wir Leute mit Waffen sehen oder. Keine Ahnung, der hier driftet gefühlt dreimal um mich herum. Ich fahre ihm hinterher, er fährt dann hierher, auf mich wird geschossen von euch. Schau mal, wenn wir. Ja, machen wir. Soll ich mit draufkommen oder? Bitte. Danke. Wenn es zu viele werden, du musst dich auf die Mauer stellen, das siehst du dann direkt, wenn zu viele rumstehen. Die passen jetzt auf. Kurz mal Break. Also die Maybachs, die bei uns rumfahren, wenn die tanken fahren oder so, mal die Waffen weg, weil die andauernd irgendwelche Panic-Buttons bekommen, beziehungsweise irgendwelche ganzen Sachen. Genauso auch die Maybachs, die wir hier rumfahren, das war nicht irgendwie... Ja, aber deshalb fahre ich mit Blaulicht rum. Ja. Da denken die, dass ich ein Cop bin erstmal, also die normalen Leute, die da rumstehen. Ich fahre immer, ich habe das dauerhaft an, wenn ich tanken gehe. Ja, dann wie gesagt, bloß mal darauf achten, dass wir vielleicht die Waffe auf den Rücken wegnehmen. Wir schießen jetzt. Wo wollen wir kurz Seite hier? Verteidigungsstellung weg. Wir müssen mal die Schüsse abhauen. Am Hotel, vom Hotel oben wir runtergeschossen. Ja, das sind wir, das sind wir. Also. Musst du schießen, weil die abgehauen sind. Sorry. Alles gut. War ich. Schüsse vom Richtung Parkhaus. Okay, wir haben zwei. Sind wir. Was sind nicht. Wir haben zwei auf dem Parkhaus. Achtung, die Officer schießen. Sehr schön. Das heißt, sie haben keine Verteidigungsstellung mehr oben. Nö. Nee. Drüben auf Mission Row steht der Heli von denen. Unsere da läuft noch einer rum. Unsere Sappel haben es gerade überschlagen beim Tor. Ja. Wer von uns steht dort gegenüber vom PD auf dem Dach? Pizzeria. Beim PD auf dem Dach steht noch der Ding, der Heli. Da läuft ja, noch der, ist auch so, der ist außer Gefecht, der Heli. Tank leer. Inklusive Pilot? Der Pilot ist noch da. Schüsse vom Dach, PD? Ja. Ja, der schießt auf mich. Schießt zurück. Ansonsten gegenüber. Alex, von der Einfahrt, die haben da, ist jemand oben auf dem Dach. Die haben dort bei der Straße, haben die da ein Ding gebildet. Also die Straße runter Richtung Hauptplatz beim Tankstelle Mission Row. Ja, wenn da jemand uns von unten helfen könnte, wir sind auf dem Dach ein ziemlich... Ja, das ist es eben. Wir probieren die von unten irgendwie, wir müssen die von hinten bringen. Also die haben uns im Visier, ihr könnt die... Ihr könnt, die haben wirklich niemand anderen im Visier, nur uns. Ja, lass los, wir kommen zu dir. Ah, die haben nicht nur euch. Wir probieren die ablenken. Aber Alex ist down. Nee, ich bin nicht down. Nicht down, wo bist du denn? Ich hab mich verstanden, weil ich noch mich hinter der Mauer... Könnte eine Ablenkung sein. Hey Wesel, wir lenken die Runde. Ich hab den vom Dach auch im Visier. Legen die gerade die Runden auf die Dinge. Seht ihr das? Ja. Okay. Da vorne, seht ihr das geradeaus? Da vorne sind die meisten. Also wir können euch okay. Schussfeuer geben, wenn ihr von hinten rankommen wollt. Kommen wir da irgendwie hin zu Fuß? Schwer. Wir stehen damit wir zusammen auf der Straße. Steigt mal ein. Warte. Wenn ihr auf den Highway hinter denen fahrt, dann könnt ihr runterschießen. Ja, das wollte ich jetzt sagen. Ich hab nur da oben ist ein Kopf auf dem Dach, deswegen habe ich den im Ziel. Der ist gerade nämlich da hinten gewesen. Wenn ihr auf den Highway fahrt, habt ihr freie Schussbahn auf die von hinter der Deckung. Ein Suburban verfolgt uns. Matze, wir fahren auf dem Highway. Ich lenke den Suburban ab, dann fahrt ihr auf dem Highway. Alex, wir lenken weiter ab, solange. Der fährt wieder zurück. Warte, und jetzt lass uns von hinten, ran. Ja. Was ist da mit der Seitengasse? Warte, da links geht's nach oben aufs Dach, links. Ja, wir gehen hier aufs Dach. Ja, rechts. Nein. Rechts. Von oben, von der Brücke. In den Süden. Gelben Tor, grüne Torchen. Ja, genau. Oh, scheiße, ich bin falsch gefahren. Warte, wir müssen in die Dings rein. Da vorne. Was ist euer Stand?
Unserer? Ich fahr mal auf dem Highway rauf. Fahr grad auf dem Highway. Wolf und ich haben gleich Schuss. Wir sehen euch, ihr steht genau hinter denen, oder? Ja, wir sehen jetzt nach unten, ja. Perfekt, da unten ist Kopf. Warte, schau, dass du weiter links bleibst, das Auto nicht dahin fällt. Da hinten laufen welche Richtung Pizzeria. Da sind welche auf dem Dach nebendran, seid ihr hier? Ja, Matze, das Dennis, ist aufpassen. Wir haben die. Ach komm. Einer ist entkommen. Hab den. Matze, fahr weiter vor. Der Rückhalt ist tot da unten. Da sind noch Cops. Schüsse auf mich. Aufs Dach doch, Matze. Der Rückhalter ist komplett down. Vom PD-Dach. So, das heißt, die Situation da unten unterhalb vom Highway, da haben wir alle erwischt. Die sind alle weg. Ja. Sehr geil. Alle weg? Nein, da sind alle. Nee, da unten ist noch einer. Da unten ist noch einer. Matze, ich brauch Backup. Matze, hilf mir. Warte, ich probiere die. Ich probiere die von hinten zu holen. Der ist direkt unter mir. Es sind auch noch welche. Ich hab's funken können. Ja, die Frage ist, die kriegt man nicht. Warte. Ja, aber die kommen, glaube ich, hoch. Das waren hoch drei Stück. Ich probiere die von hinten hoch. Die kommen auf euer Dach hoch. Perfekt. Frage: Wer ist jetzt auf dem Dach bei dem Parkhaus? Gleich beim PD. Alex, fahr nicht hoch. Vorsicht, Mike. Ja, kannst du ihn lokalisieren? Hab einen kurz. Ja, direkt über mir. Ich bin hier auf dem kleinen Bunker und bei mir oben drüber. Da sind Leute in der Pizzeria. Wir haben einen in der Zwickmühle. Matze ist raus. Wolfi, wo sind die? Ich hab die nicht mehr gesehen, die sind in der Gut, bist du noch auf der Brücke oben? Ich bin auf der Brücke, aber ich sehe keinen mehr. Der ist ja, der ist da bei seinem Auto. Ja, okay, alles klar. Wir könnten den von hinten jetzt komplett einkesseln. Du müsstest nur in Highway runter und dort bei dieser Unterführung, dort wo die Tempozone ist. Der steht noch immer dort. Wo die Tempozone ist. Ah, dorthin? Ja. Drauf? Runter, dort verkämmt er sich bei seinem Auto. Beim Auto? Ja, alles klar, ich fahr mal runter. Da ist ein Suburban, so ein Einzelner. Wir essen da unten und sammelt Leute auf. Ich. Okay. Oh Gott, ey. Wo ist er? Ich bin hinter dir. Ich bin bei der Unterführung. Ja, und wenn du jetzt weiter auf diese Parallelstraße zum PD runter dort. Ja, aber ich war doch oben auf dem Ding drauf. Ich habe von oben runterschießen können. Ja, und ich habe einen dort geholt. Ja, aber alleine kann ich nicht. Da sind sehr viele Cops in der Ecke. Da ist nur einer. Hä, wo bist du denn? Ich fahr mal vorbei. Gut, fahr mal bitte hier rechts. Guck mal bei dem Suburban. Ah, da seid ihr. Ja. Ich fahr mal dran vorbei. Pass auf. Also da, wo drei Suburbans sind, die haben wir alle schon geholt. Verschanzt. Ah, der verschanzt sich in der Ecke. Ja, da meine ich ja. Deswegen wollte ich ja da von vorne und hinten zugreifen. Ja, alles klar. Dann bauen wir ihn ein. Warte, ich fahr nochmal. Warte, ich fahr nochmal von hinten. Du warst da. Wolfi und ich sind gleich da. Der müsste low sein. Ja. So abgeballert schon. Dieser Verstecker. Wo seid ihr denn genau? Links vom Mission Row. Hier, Dennis, hier. Achtet ihr drauf, dass die Cops, die down sind, dass sie keinen Zulauf kriegen? Ist der noch ihm in der Ecke? Ich wollte gerade sagen, die raus sind von uns, dass die mal die anderen Cops wieder reviven, bitte. Ich bin raus. Jungs, ich bin raus. Auf dem Dach von diesem komischen Ding. Oder hat wer auf mich gerade geschossen? Negativ war ein Kopf. Okay, alles klar. Ich habe den nicht gesehen zuerst. Der ist auf dem Dach gewesen. Den einen habe ich bekommen. Auf dem Hauptplatz, in diesem lilanen Ding bei der Einfahrt Tiefgarage, da sind noch welche. Da müssen noch welche sein. Die haben gerade Alex gefunden.
Ich bin auch raus. Aber komm, Leute, ich habe drei, oder wie viel drei habe ich geholt? Ich habe zwei Platten. Ich habe drei geholt, also oder komm, das war schon stark. Reparieren. Hallo? Nicht der Letzte? Sind die alle schon da? Nee, ich bin auch noch. Sollen wir uns sonst in unseren Suburban reinsetzen? Irgendwie zum Reparieren oder wie? So? Sind die alle schon da? Ich stehe auf dem Dach. Ja, die sind alle da, ne? Okay, okay. Alter, du Ratte, Alter, schon, ey. Junge, was du mir einfach ein Handy da oben auf der Brücke verteilt hast, Alter. Auf welchem Dach stehst du denn gerade? Ich komm dann zu dir. Beim Hauptplatz hier, also kommst von der Pizzeria-Gasse aus drauf. Von der Pizzeria-Gasse, dann fahr ich hinten rum. Jawohl, ich hab die zwei SWAT-Officer am Hauptplatz geholt. Die sind beide down, liegen nebendran. Ich kümmere mich um den Homeland-Fall. Naja. Man könnte ja immerhin sagen, dass wenn es jetzt so im Krankenhaus drin steht, dass du parken kannst. Hi. Hi. Ist das jetzt unter, unten drin oder was? Ich weiß es nicht. Ich auf der Rückseite von der Pizzeria. Ach, bei der Rückseite. Okay, da fahr ich da rein. Rückseite. Genau, Hinterhof von der Pizzeria, da auf dem Dach. Treppe hoch, ne? Du bist genau unter mir. Mal nach oben, hinten. Jetzt genau nach oben. Nee, andere Seite, andere Straßenseite. Rechts. Weiter rechts. Genau, jetzt läufst du genau auf das Gebäude zu, wo ich oben dafür bin. Lassen wir mal. Zicke, zacke. What in fuck's name are you doing? Kann ich den? Oh! Frage ist, wo die VIP ist. Keine Ahnung, nicht gesehen. Wir sind nur noch zu zweit, oder? Ich glaub schon. Aber Wahnsinn. Das gibt's ja nicht, die kommen da nicht rein. Hä? Geh doch rein! Mich doch am Arsch. Alter, wie kam mein Auto? So beschissen da reinpacken! Junge, es reicht. Es reicht! Könnte da dann reinpassen? Wer lebt denn jetzt da von uns? Ich? Das ist auch zu groß. Oder, also. Ah ne, zwei, also wenn du noch lebst, dann sind wir zu dritt. Ne, ich bin schon raus, ich wollte jetzt nur fragen. Ja, dann zu dritt, zu zweit. Viel Glück. Danke. Ja, danke. Mann, jetzt ist die Tür! Ich hab keinen Bock mehr! Ey, Mann, ich hab keinen Bock mehr, ich komm da nicht hin! Das nervt. Ich schwör's euch, ich dreh da gleich. Wie kam mein Auto so? Irgendwas, wo ich den wegkrieg. Ich spawn da jetzt ein Auto drauf. Es ist mir scheißegal. Kommt da noch. Es ist zum Kotzen! Wieder nur ein bisschen rausdrücken. Ja, ich. Ich dreh gleich richtig am Rad. Jetzt geht die Türe! Hab ich zu spät gehört. Oh Mann, Alter. Oh, wie kann man ein Auto so beschissen da.
ganz in die falsche Richtung. Sind die Marshals an der Situation gleich, beteiligt? Ich dreh gleich... Nicht, dass ich wüsste. Ich schwör's euch, ich hau gleich... irgendwas komplett zusammen, ich schwör's. Hallo? Also, die Eingeweihten wissen, dass es eine Übung ist, alle anderen... Ja, aber auch die Marshals, weil wir würden da jetzt ein Auto holen, dass wir uns jetzt nicht niederschießen. Nee, die Marshals sind nicht involviert. Ja. Okay, aber dann holen wir unser Auto dort ab. Ich gleich so doof, Alter. Ich schwör's euch, ich hau. Beschissene Scheiße. Mann! Alter, du blöde Scheiße. Ja! Gefühlt geraubt, Alter. Ich stelle dann jetzt einfach dorthin und sag gar nichts. Ja, hoffentlich werde ich jetzt nicht über den Haufen geschossen. Wer lebt noch von uns? Also das war bis jetzt die größte Scheiße, die ich jemals erlebt habe, ein Auto zu kriegen, ohne Witz. Leben überhaupt noch welche von uns? Ja, hier, hallo. Der war genau in diesem Zwischengang zwischen OP und Ding und der war so drin, dass man nicht reinkommen. Und jetzt musste ich unten mit einem Fahrzeug den rausschieben, aber du weißt, wie eng das ist da unten. Also das war eine Scheiße. Aber jetzt hast du dein Auto. Gerne. Definitiv. Danke. Ja, gerne. Knapp. Wie hast du den denn wieder? Bitte? Hä? Aber euch ist jetzt schon jemand, okay. Ja, bei mir war er noch da und direkt in dem Moment, wo ich ihn wiedergeholt hatte, ist er halt. Dann treffen wir uns Mission Row gewesen. Aber wenn er den Call. Ich habe ja zwei Platten, das ist schwer. Dort, wo ich dich vorhin rausgelassen habe. Ah, da bist du doch, schau mal. Ja, ja, ich hab nur einen Kreisel gedreht, weil er im Kopf war. Gut, dann schnell. Ah, okay. Und sollte man noch Bescheid geben, dass die Übung jetzt zu Ende ist. Ist vorbei? Nein, noch nicht. Achso, es lebt noch jemand. Noch zwei da. Ja, ich würde noch sagen. Zwei ah, da, okay. Ja. Wir fahren gerade zu Mission Row. Band. Ich hab ihn oben auf dem Dach auch erst zu spät gesehen und dann hat er mich ja da in den Mucker geholt. Na schau. Bier geholt. Ha! Ja, geil! Ich hab mit Weasel den ganzen Haufen da geholt, der was da gestanden ist. Nein, ich hab die von der Brücke hinten. Drei hab ich von der Brücke hinten geholt. Geil. Ja! Warte mal. 510. Achso, das bist du, gell? Ja, genau. Was ist jetzt genau passiert? Ich habe ihn revived und im selben Moment, wo ich ihn revived hatte, hat er einen Game Crash gehabt. Ja, ich habe gerade in den Logs geschaut. Er stand ja jetzt eben gerade unten am Ding, am Pillbox. Und dann habe ich ihn hierher geportet. Ja. Ja, also in den Logs steht es auch mit drin. Dass er einen Crash hatte. Okay, das heißt, du hast jetzt keine New Life Regel und ihr habt die Reanimation schon gemacht, gell? Ja, Reanimation ist durchgeführt worden, aber genau in dem Moment, wo ich halt die Meldung bekommen habe, dass der Spieler reanimiert worden ist, ist er halt ins Nix verschwunden. Das heißt, da hat der Game Crash dann halt gegriffen gehabt. Ja, dann war es einfach unglücklich. Würde ich sagen, ihr macht es einfach dort weiter, wo es aufgehört habt. Keine New Life-Regel und wegen dem verlorenen Gegenständen müssen wir mal schauen, was du alles verloren hast, ne? Mhm. Also ich würde ihm keine Ahnung. Einfach so die wichtigsten Sachen geben. Was hast du dabei gehabt? Funkgerät, Handy? Ja. Shotgun? Also diese vom normalen da, die du dir kaufen kannst, eine normale P17 oder Glock 17? Warte, ich kann ihm alles sogar geben, ich habe alles einstecken. Okay. Hol ich mir das nachher neu. Und so, höchstwahrscheinlich ein Funke. Ups. Bei deinem Supportfall vorher war jemand? Nee, bei meinem ersten Supportfall war noch keiner. Ach, scheiße. Dann brauchst du noch. Das handelt sich um Handy. Jason Street, da hatte ich nur die Übergabe bekommen gehabt von meinem Kollegen.
war noch gerade dabei, zwei PDler zu behandeln, die mich Uzi? Um und er liegt nicht auf dem Bett drauf, wo er war. Ich habe noch diese Pumpgun da, ist ein normaler Job. Kein Code Zero oder sowas geschrieben gehabt. Munition für die Pistole und für Jason Shotgun. Street. Ja. Okay, schau mal. Jason Street. Erst wenn ihr zwei am Boden liegt. Beziehungsweise die beiden oder sie im Mission Row ist. Hallo? Hä? Ich rede gerade, ich bin vom Homeland. Keine Sorge. Ja? Ich brauche dich einmal ganz kurz. Ich nehme dich mal womit hin, gell? Habe ich was falsch gemacht? Keine Sorge, ich will nur eine Situation klären. Okay. Chicken Nugget. Warte mal. Danke dir. Ja. Ich gehe mir einmal schnell ein neues Zeug kaufen. Viel Spaß euch. Das ist der Herr. Ah. Der Street. Ja. Ich hatte sie vorhin im Krankenhaus noch nicht behandelt gehabt, als mein Kollege sie aufs Bett gebracht hat. Situation beendet. Wir sind raus. Unbeendet? Es machen doch die Ärzte. Ja, aber ich habe gerade die Situation nicht verstanden. Die sind zu uns hingekommen und meinen, er hat doch Tschüss gesagt und... Ja, die haben zu uns gesagt, ja, alle Cops sind down und... Hat sie an mich übergeben, damit... Wir haben gedacht, das gehört jetzt... Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das da... Ich dachte, die sind jetzt alle down und es wird aufgelöst, deshalb... Ja, das habe ich auch angehalten und haben denen zugehört, weil wir haben ja gesehen, dass das Cops waren. Das heißt, er hat ihnen auch nur die Rechnung für den Transport ausgestellt. Und keine Rechnung dafür, dass sie... Ja, mal zu uns gesagt... Alle Cops sind down, VIP liebt noch. Nein, die haben zu uns gesagt, alle Cops sind down und haben angehalten und es ist beendet. Wer war denn? Ich dachte, da waren zwei Cops, die es gesagt haben. Na, pass auf. Voll OC gesagt. Na, geht's. Es, warte mal, ich frage mal nach kurz. Ja, keine Ahnung, war das voll weird irgendwie. Das Department gerade im Krankenhaus zugegen ist. Lebt er noch? Guck mal, da oben ist Geschmackssalbe. Oh, geht denn da auch? Chris, ist die Situation beendet oder nicht? Ich frage nochmal kurz Ist der VIP noch da? Sind noch welche von uns und von euch? Ja, eigentlich ja. Ja. Ich sehe, es ist gerade irgendjemand hat gesagt, das ist beendet, aber wir sind ja noch nicht alle da. Und der VIP lebt ja. VIP lebt noch. VIP lebt noch. Und eine linke. Ja. Solange von euch und von uns noch da ist und der VIP. Danke, mehr wollte ich nicht wissen. So, also solange noch von uns jemand da ist, der VIP lebt oder Cops da sind, ist die Situation noch aufrecht, egal was wer sagt. Also es ist nicht zu Ende. Ja, kurz warten. Smokey oder Andrew, könnt ihr mal bitte kurz zu mir kommen? Eine Sekunde. Wir hatten schon dreimal Panik und wussten nicht, ja, ist das jetzt echt oder nicht? Das ist für uns etwas schwierig dann. Ja, es gibt Beschwerden darüber. Über das Ganze. Ja, bitte. Ich meine, Übung ist ja schön und gut, nur es ist halt... Was dann? Nein, weil sich keiner mehr auskennt und mit der Polizeifunk schon so angefressen ist, weil keiner weiß, ob das echt ist oder nicht. Ja. Au. Großartig. Schade. Ja, es sollte aber so kommuniziert sein, das ist ja nicht unsere, versteht's mir nicht falsch, es ist nicht unsere Aufgabe, das mit euch zu kommunizieren. Nein, das meinen wir auch nicht. Deswegen. Aber wir hatten jetzt schon dreimal Panik-Buttons und wussten nicht, ja, ist das jetzt echt, muss man anfahren, nicht. Das ist jetzt für die normal im Dienst sind, etwas verwirrend dann. Ja, ich verstehe schon. Es regen sich alle im Funk auf, weil man nie weiß, ja, ist das gehört das jetzt zu Übung, gehört das jetzt ja. nicht zu Übung. Das ist ich glaube, dem Kopf mit dem VIP ist nicht bewusst, dass er nur noch den VIP ins PD bringen muss. Aber ihr seid ja in einem speziellen Funk, also... Ich sag immer Bescheid. Das Wort ist deinem eigenen Funk, oder? Das spielt ja dort keine Rolle. Aber dann sollte jemand einfach ein bisschen... Haben wir aber. Es sind jemand in Funk reinkommen und sagt, das ist nie, ihr seid nicht Teil davon. Das wurde ja mehrmals sogar kommuniziert. Sogar schon beim Autohaus. Nur es wurde Da wurdest ja du auch niedergeschossen. Ja, genau. Aber wir wurden zu einem Dispatch angefahren dort. Nur das wussten wir ja nicht. Und es hat auf einmal geheißen von Fröhlich, ja, Mission Row ist jetzt wieder frei. So.
Und wenn er dann wieder da Schüsse involviert, hat. Der müsste, eigentlich hätte das kommuniziert werden sollen. Ja, mit euch. Genau das ist das, was wir nicht verstehen. Weil es im Funk heißt, Mission Robbie, die ist jetzt wieder frei zu fahren, also kann man wieder reinfahren. So, dann wollten wir gerade 10-7 gehen und auf einmal haben wir Schüsse. So, wissen wir nicht, was ist los. Dann ist das eine Fehlinformation. Ja. So. Aber wie gesagt. WIP und der Polizist dann die Bescheid. Ich verstehe die Übung, dass die Realität getreu und alles bleiben soll. Ja, ja, klar, aber das war ein Kommunikationsfehler. Ja, aber nee, das sind jetzt schon dreimal passiert, drei oder viermal, das ist natürlich etwas schwierig. Wie oft haben wir in den Funk reingesagt, dass es nicht... Frage war jetzt gerade die... Chris war drin, eure eigenen waren drin, also es wurde ja oft genug gesagt. Wir haben dann sogar schon gesagt, auf unsere Waffen verzichtet, weil es sich beschwert worden ist, dass wir mit bei der Tankstelle mit unseren Waffen gestanden sind. Also wir haben dann eh schon Rücksicht genommen und es wurde öfters reingesagt. Wir haben auch gerade die Situation, die Kurt und ich haben. Ich sag's aber, die anderen haben sich auch schon im Funk beschwert und haben gesagt, ja, das kann's doch nicht sein. Dann machen wir das Szenario weiter, weil die sind nämlich unterwegs Mission Road. Ja, dort ist irgendwo ist der Kommunikationsfehler. Das ist einfach irgendwo so. Ja. Ja, okay, nein, sonst ist alles gut. Also ich sag so, das war ein einmaliges Vorkommnis, aber eigentlich wurde es oft ein paar Mal in Funk reingesagt. So wie ich da verstanden habe halt. Also ich zum Beispiel hätte es kein einziges Mal gehört. Es wurde einmal gesagt, dass Mission Row im Moment spät, also ja, dass man nicht anfangen soll, dann ist okay klar. Und dann fragen wir nach, ja, ist jetzt Mission Row wieder frei, dann heißt es ja. Wir fahren an und direkt... Aber hier versteht's mit falsch, dafür können wir nichts, wenn... Ja, nein, das haben wir auch gar nicht gemeint. Es ist auch eigentlich kein Vorwurf. Weil die Situation, eigentlich läuft sie noch, das ist es ja. Ja, aber irgendwo ist eben ein Kommunikationsfehler. Also, um ganz genau zu sein... Nee, sie ist vorbei. Ja, jetzt ist sie gerade reingefahren, ich weiß. Ja. Ah, ich will trotzdem das noch machen. Ja. Ich bin mal kurz weg. Ja, komm, den Spaß. Dann geht's nochmal weiter für uns, ja. Gut. Gut, okay. Wie gesagt, es war eine einmalig neue Situation jetzt und da ist wahrscheinlich ein bisschen was schief gegangen. Deswegen ist tut uns. Also. Ja. Nichts gegen die Übung. Das ist wirklich super, was ihr da macht. Das, gar nichts dagegen, nur es vielleicht, dass man beim nächsten Mal schaut, dass die Commanding Officer besser Bescheid sagen. Ja, fahrt jetzt nicht hin, weil da ist jetzt eine Übung. Ja, das Problem ist halt, wir können uns reviven, gell, aber die werden ja niedergebrackt. In dem Moment können sie ja nicht funken, das ist es ja vielleicht. Ja, dass das Ding ist, warum sie es dann nicht schnell genug weitergeben können, ne? Aber es tippt, vielleicht könnte einer von euch halt im Einsatzfunk bleiben. Das war dauerhaft jemand drin. Ah, okay. Deswegen, ja. Weil, also Speedy hat die ganze Zeit eigentlich gesagt. Ja, gut. Deswegen, es war ein bisschen chaotisch. Ja. Ja, okay. Nein, dann ist alles gut. Ja, das Ding ist halt, normalerweise würden wir so eine Übung machen, dass wir das groß ankündigen. Die raus sind, ja, das verstehe ich. Das aber das war heute eine geheime Operation, weil es eine Prüfung eigentlich war für die Swords. Deswegen hat niemand davon Bescheid gewusst. Deswegen. Ah, okay. Und das ist, sagen wir mal, ein bisschen, ja. Ist einfach für die normalen Polizisten im Streifendienst, dann wenn drei, vier Panics, dann ist es immer schwierig. Ich verstehe euch da komplett, deswegen haben wir dann am Ende eh schon reingesagt und kannst du bei mir im Stream kannst schauen, wie wir eigentlich die ganze Zeit gesagt haben. So, wir haben euch ja auch nichts da, ne? Weil zum Beispiel ich bin dann auch, wenn sich jemand was jetzt an uns dranhängt, dann sind wir da hergefahren, haben wir Warnschüsse gegeben. So. Hast du gerade einen Stream laufen oder was? Ja, habe ich. Okay. Na ja, gut, dann schaue ich mir das nachher nochmal an. Aber, ja, was? Ich gebe euch eben euer Auto zurück. Ja. Okay, nein, dann ist das. Ja gut, dann passt, dann kennen wir uns aus und ja. Jetzt ist dann eh beendet. Also okay, ja gut. Jetzt ist dann alles wieder Normalität. Ja, wie gesagt, also, jetzt bin ich da, jetzt ist Normalität. Also nichts gegen Dümmung, das ist eine super Sache, was ihr macht. Wirklich, aber es ist halt für manche ein bisschen verwirrend oder auch für uns. Mhm. Ja, ich verstehe euch. Es haben sich jetzt natürlich ein paar im... Es sind auch Officer da, wo wir da waren, sind herkommen und haben gesagt, Jungs, können Sie die Langwaffe runter tun, weil die ganze Zeit die Bangnicks runterschallern, weil wir dann zur Tankstelle gefahren haben, dankt, aber wir wollten halt, sobald jemand Markt gefahren ist, haben wir den nicht beobachtet, also wir haben auf die Leute mit Markt gar nicht geschossen.
Ja, eben. Deswegen, ne, wir haben die Innenstadt. Alles okay, aber ja, es ist halt dann sich beschwert, wenn uns die Bandics durchschallern und so bei der Tanke, weil wir Langwaffen haben. Dann haben wir gesagt, ja, beim Tanken nehmen wir es runter oder wenn wir aussteigen, so, ne? Ja, wie jetzt? Ja, okay. Deswegen. Ja, die haben die Situation jetzt quasi genutzt. Nein, alles und, aber als letzter gerade rein. Eine letzte Frage noch, warum ja, habt ihr mir eigentlich noch einen Headshot gedrückt, ja, wie ich zum FD gegangen bin, mich zu versorgen? Das ist halt, weil die jetzt alle da vorne stehen und hier eine Besprechung ja, machen. Weil es wurde ein Funk durchgegeben, ja, wurdest du verletzt, derjenige, der den Panic durchgegeben hat. Ja, und ich habe gesagt, ja. Schau, dann eher so, ja, dann geh ich bitte zum FD und lass dich versorgen. So, ich geh hin und bekomme Headshot. Das, deswegen habe ich auf deinen Liebesbrief geschrieben. Ja, los geht's, solange sie nicht. Holt euch, sie steht direkt vor euch. Ja, dann. Ja, ich sag, also jetzt ist noch kurz, nur für euch zu sehen. Ich kann als Support reinkommen, anscheinend. Das war der Falsche. Ja, jetzt das ganze BD, Alter. Ja, jetzt ist das ganze BD, könnt ihr vergessen. Abbruch, Leute. Abbruch. Jetzt ist Abbruch. Ja, was willst du machen? Ich kenne mich nicht mehr aus. Ja, alles okay. Alles gut. Gut, danke. Ich dachte nur noch, wir sollen die Leute dann nur schnappen und euch noch viel keine Spaß. Ahnung. Wie gesagt, ich verstehe euch, Jungs. Ich verstehe euch. Wie gesagt, das war eine erstmalige Situation und das ist nicht alles rundgelaufen. Das haben wir so, es wurde. Ja, eben, wie auch, gesagt, irgendwo, es ist das Ding auch, wir sind dann auch draufgekommen, wir haben ein paar Situationen mehr dann noch dazu und so. Deswegen, aber eigentlich, wir haben schon drauf geachtet, aber nicht genug, sage ich einmal. Wir haben schon öfters durchgefunkt und so und haben es gesagt. Wir waren dann selber eigentlich, weil es waren dann da teilweise so viele Autos sind dann da gestanden und auf einmal sind die wieder abgerückt. Dann sind wir davon ausgegangen, dass das jetzt irgendwer im Funk durchgegeben hat, so, ne? Mhm. Aber ja, wie gesagt, das in der Stadt haben wir nicht mitbekommen, bis auf das Autohaus, weil wir sowieso im County waren. Aber ach so, aber ja, dann das, ja. Okay, verstehe. Aber ich hab schon ein paar Mal gehört im Funk: Ja, ist es jetzt echt oder nicht? Panic positiv, Panic ja, negativ. Ja. Ja, wie gesagt, ja, eben wie gesagt, dort ist irgendwo ein Kommunikationsfehler. Den man beim nächsten Mal ja, sage ich dem Zuständigen, der dafür da ist, dass der immer sagt, was abgeht, dass wir jemanden haben. Ja, okay. Okay. Ja, eben wie gesagt, ja, für Besten kann man sich eben. Ja, klar, sicher. Na, aber ich verstehe euch, es ist ja zu Recht. Deswegen, ich hätte ja, mich ja, da in eurer okay, Stelle hätte ich mich auch ein bisschen verarscht gefühlt, aber wie gesagt. Ja, ja. Okay? Nein, ja, passt. Okay, gut. Danke. Habt noch einen schönen was? Abend, Jungs, gell? Ja, danke. Du auch. Tschüss. Ist doch hier alles organisiert. Jetzt müssen wir mal beim Harris persönlich beschreiben. Da ist er doch. Ja, wo denn? Was? Da. Hallo. Ich bin nicht der Harris. Nee. Du kannst mir sagen, was das heute gescheitert ist? Eine Inkompetenz. Heute was? Na, diese Inkompetenz da drin gerade. Was für Inkompetenz? Ich hab's nicht geplant. Ich weiß nicht. Nein, aber hast du es nicht mitbekommen, was gerade passiert ist? Nein, ich habe da drüben gerade einen Admin-Fall gehabt. Pass auf, ich erzähl dir jetzt was. Ja. Wir haben hier noch immer die Situation am Laufen gehabt. Das erste war, dass Cops zu uns kommen zwei und sagen, es sind eh schon alle down und im Funk. Ja, das habe ich dann ja geklärt, dann habe ich es ja nochmal durchgewählt. Genau, aber jetzt die zweite Situation ist, anscheinend ist jetzt Andrea da drin gewesen. Wir hätten jetzt da reinstürmen müssen und so pipapo. Und da sind jetzt 50.000 Leute, die da rumstehen und keiner weiß jetzt mehr, wer ist. Und du schießt einfach nur rein. Und die Situation ist eigentlich scheiße, weil auch Leute da sind, schon längst draußen sind. Deswegen war ich da gerade auch im Admin-Fall, weil mit den normalen Polizisten es auch falsch kommuniziert worden ist. Weil die haben auch alle gedacht, die Situation ist schon seit einer Viertelstunde vorbei. Deswegen haben sie uns dann auch angegriffen. Aber irgendjemand von den normalen Officern hat gesagt, das ist schon vorbei, was ja nicht stimmt. Und deswegen war dann jeder auf. Und jetzt haben sich da alle drin versammelt, jetzt wussten wir nicht mehr, was machen wir jetzt. Ja, ich wusste selber nicht mehr, aber der was veranstaltet, hat gesagt, das geht noch weiter, solange die Geisel plus halt alle von uns noch da sind. Also ja, jetzt war halt das Problem, dass sich die alle hier gesammelt haben, während hier eigentlich die Situation noch läuft. Ja, und wir nicht mehr wussten, was wo ist und einfach nur reinschießen. Und wir wussten auch nicht mehr, wer jetzt noch dabei ist und dann schießen wir und dann schießen die zurück und du weißt halt nicht mehr, auf wen schießt du jetzt. Weil jetzt heißt es da drin, ist jetzt. Sie steht direkt vor uns, wir schießen rein. Ich sag halt so, war das erste Mal und beim nächsten Mal müssen wir es besser machen. Aber ich habe mich auch nicht mehr auskannt. Chaos des Todes. Richtig. Deswegen, ich bin auch nur mehr rumhoppen, so weil sich die Leute auch schon beschweren, verständlich, ne? Weil die wissen auch nicht mehr, was abgeht. Ja. Ja gut. Gut. Dann kann ich das auch kurz mitmachen. Jetzt fehlt nur noch der Robert. Danke. Oh nein, das ist ein gespawntes Auto. Danke, Robert. Ja, danke, Robert. 70.000
Wolfi, wo bist du? Warte, ich komme gleich. Rum und dann weißt du selber, was da hier abgeht. Wenn ihr hier rumspringt, dann kriegen wieder andere Leute, kriegen dann wieder 10-mal Angst und hast du nicht gesehen. Aber wieso kriegen die Angst, wenn wir rumspringen? Ja, aber wusstest du Bescheid über die Übung? Nee. Beziehungsweise Prüfung? Ich bin gerade in die Liste gekommen, Matze. Also, das musst du aufarbeiten dann mit der Führungsebene vom PD genau, und das im hätte SWAT ich jetzt, das Commander beziehungsweise... Ja, das hätte ich jetzt gerade aufgearbeitet, das ist ja auch nicht das Problem. Weißt du, wusstest von der Übung nicht? Nein, die wurde nur in der Tactical-Verteiler. Also da wurden ein paar Leute markiert. Ich wusste, dass eine Übung stattfindet, aber nicht in welchen Ausmaßen sie stattfindet. Sie wurde noch nicht mal als Übung. Ich habe das nur nebenbei mitbekommen, dass quasi Homeland den Täter spielt. Also das war jetzt so mein letzter Stand. Ja. Nee, also normalerweise sollte die Führungsebene auf jeden Fall Bescheid wissen über solche Pläne, richtig. Weil das sind ja SWAT-Übungen, eine Ausbildung. Das sollte die Führungsebene Bescheid wissen. Wie gesagt, seien wir nicht böse, wir sind die, was da gerade nur geholfen haben. Gell? Nein. Ja, alles gut. Wie gesagt, ich hab's ja Alex gerade gesagt. Ich kam jetzt vor fünf Minuten. Ich kam vor 5 Minuten neben, in Dienst. Ihr steht beide nebeneinander. Ich wollte es gerade sagen. Alter, seid ihr so verpeilt? Ich kam in den Dienst. An sich. Ich verstehe es auch, ich habe gerade mit normalen Officern ja auch geredet. Wie du auch gesagt hast, du kannst den Officern keine Schuld geben. Nein, du kannst sie keine Schuld geben. Die haben keine Schuld, wenn die nichts davon wissen. Nee, das ist ganz klar. Du kannst ja auch keine Schuld haben, weil du nicht davon wusstest. Deswegen jetzt geht es darum, nur das Ganze abzuarbeiten und gucken, woran es gelegen hat. Also ganz am Anfang wurde nicht von mir. Würde nicht einer von uns in Funk reingegangen und Polizeifunk hat es durchgegeben. Ja, sicher. Einen. Aber du musst halt denken, da kommen immer wieder welche dazu und so. Genau. Ja, und aber er kommt vor 10 Minuten. Die Kommunikation von Anfang an war scheiße. Was im Tactical Unit Chat, da wurde nicht alles markiert, also nicht das LAPD markiert, sondern nur einzelne Leute. Mhm. Und dann geht das bei der Patriot zum Beispiel unter oder bei den Detectives. Dann das hätte man das halt vielleicht Chat. Aber was sind wir ja Sachen, auch nicht verstanden haben, das sind ja ist Sachen, eigentlich, weswegen ich gerade in den Dienst komme. Ja, weil halt so eigentlich war ja gesagt, dass keine anderen mehr involviert sein sollten, Bediener, in dieser Übung. Das war halt auch unser Standpunkt und dann seid ihr gekommen und logischerweise, wenn ihr von der Übung oder von der Ausbildung nichts wisst, dann unterstützt ihr das Team. Also da hat es irgendwie auch eine Kommunikation geschaltet. Also ich wusste, dass eine SWAT-Übung stattfindet. Ich weiß auch, dass im Homeland quasi den Täter mimt. In diesen Übungen, damit quasi keine Technik bei den Gegnern oder bei den Tätern ankommt. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das ist ja das, was wir uns wünschen. Und es ist ja schön, dass Homeland das macht. Aber der Punkt ist jetzt, dass ich jetzt gerade vor 5 Minuten in den Dienst gekommen bin und hier ein Theater und eine Katastrophe ist, wo ich sagen muss, das ist unter aller Sau. Dass du jetzt erstmal denkst, was ist da los? Verstehe ich. Ja, aber Alex, aber das ist das. Dafür bin ich jetzt mittlerweile Deputy Chief. Ich hätte jetzt hier gerade aufgeräumt. So, okay, jetzt wurde ich hier gerade über den Haufen geschossen, whatever, warum auch immer. Das habe ich dir ja versucht zu erklären. Das war also wieder ein unglücklicher Umstand. Du bist genau in die Schusslinie rein, wo die Andrea war. Ja, okay. Und dann hat sich ja alles. Ist ja alles halb so wild, aber ich gebe. Also, Danny Marke, danke für 5 Euro. Diese Besprechung hätten wir im PD machen können. Ist richtig. Ja. Denkt mir im ersten Moment nicht dran, kann ich auch, will ich auch keinen Vorwurf machen. Aber ich musste mir quasi gerade erstmal überhaupt. Alter! Ich sag, RP-technisch her, dass du dieses Thema über den Haufen geschossen hast. Alter, jemand sick aus wie gesagt. Du wurdest über den Haufen geschossen durch den unglücklichen Umstand. Also du kannst nicht sagen, dass wir alle in die Traube reingeschossen haben. Ich wollte gerade, pass auf, ich denke, auch als Führung und so weiter und so fort, ne? Wir werden uns da wahrscheinlich noch ein paar Punkte mit aufschreiben oder sonst irgendwas. Das ist ja wirklich alles. Ich sag einmal so, jetzt. Ich spreche gleich mit Parker. Wir sind halt die Dinge, die Helferlein. So, es ist nicht unsere Aufgabe zu kommunizieren. Nö. Was richtig, wir sind die, was jetzt da.
das PD gestürmt haben. Anne, kannst du bitte diese Maske absetzen? Ich kann dich nicht ernst nehmen. Das sieht so komisch. Das sieht so komisch aus, ey. Ich kann dich nicht ernst nehmen. Ey, alles gut. Wir werden das jetzt, Parker und ich werden das jetzt auf Klamüs haben. Ich bedanke mich euch, dass ihr wirklich so geil mitgemacht habt. Hat Spaß gemacht, auch wenn ich nicht die ganze Zeit dabei war. Also wie gesagt, es hat auch Spaß gemacht, bis auf dass der Müller mich erschossen hat. Das lief ja schon seit 8 Jahren. Ja, uns auch. Aber kleine Beschwerde, Dennis hat 2 Magazine von mir gefressen und der ist einfach nicht gestorben. Ja, okay. Das war aber ein SWAT-Officer von euch. Ich habe den einen Headshot drückt und der ist nicht umgefallen. Dreht sich um, schießt mich. Scheiße. Das hat mich so umgekehrt. Ich hab Wrestler weggemacht. Das war er. Gut. Das war er. Blöder Schisch, Alter. Hau bloß ab. Ich muss ich ehrlich sagen, dass auch jetzt am Ende das Schussgefecht war ja vollkommen rechtfertigt. Dass wir uns hier auf das hier, wo die Officer geschossen haben. Ja, wenn wir uns klar. Hoch unterhalten, logisch. Ist das unser Problem. Ja. Deswegen habe ich ja noch versucht, noch reinzuschreien, stoppt, weil das hat nicht mehr zum Szenario gehört. Ja, genau. Und uns wurde gesagt, es geht noch weiter. Reaktion... Natürlich haben wir dann reingeflaggt, wie der volle kam. Ja, ja, grundsätzlich war das unser Fehler. Also deswegen, weil wir wollten halt nicht auf dich, auf die Andrea, weil es hat geheißen, es geht wieder weiter und sie stand da. Ne, und voll wenn halt da geschossen wird und ihr umgeballert wird, ist klar, dass da die ganze Trabe losschießt. Also, ich kann das vollkommen verstehen. Aber es ist halt, keiner hat mehr gewusst, geht es jetzt weiter, geht es nicht weiter, bla bla bla. Das war das Problem. Und wir wollten ja eigentlich alle unbedingt Andrea mindestens einmal. Ja, richtig. Ja. Ich hab's ja schon. Ja. Also du musst halt überlegen, ich kam jetzt vor 10 Minuten in Dienst und versuch halt dann den Laden hier gerade irgendwie klar zu bekommen. Und dann kracht's halt in allen Ecken. Ist okay, kann ich verstehe mitleben. Verstehe ich vollkommen. Die Emotion dabei kann ich vollkommen verstehen. Ich habe auch jedem Officer genauso. Schon gesagt, die haben es auch schon gesagt, aber da gehört beim nächsten Mal, das ist jetzt das erste Mal so in der Form eine Übung stattgefunden, deswegen es gehört beim nächsten Mal gehört im Funk einfach dauerhaft jemand rein, meiner Meinung nach. Aber es ist halt nicht unsere Aufgabe, als jetzt sage ich Täter oder Helferlein, dass wir das dann organisieren, so, ne? Deswegen. Ihr hättet die Situation auch einfach ganz frisch weiterlaufen lassen können. Das haben wir ja eben gemacht, indem wir dich da aber keine Chance aufballert. Mehr gehabt. Ja. Wäre Kurt und der Dennis draufgegangen, weil 2 gegen 18 Leute. Von daher sage ich ja ganz ehrlich, es ist ja alles in Ordnung. Also wie gesagt, es geht einfach nur darum, kurz mal ein bisschen. Beim nächsten Mal sollten wir es einfach anders planen, so, ne? Die normalen Officer haben wir eh immer weggelassen. So auf Markt haben wir gar nicht geschossen. Die Planung war ja. Wir sind ja alle involviert gewesen, aber halt die PD-Führung hat halt gewählt in dieser Kommunikation. Es gibt ja jetzt gerade, also tatsächlich, wenn ich das jetzt mal überschlage, es gibt ja keinen Punkt, wo jetzt ja vollkommen eine Katastrophe passiert ist. Nein, aber von der Planung meine ich die Kommunikation noch einmal mit, dass man jetzt weiß man, wie man es besser. Sowas ist halt das erste Mal vorkommen und darauf bauen wir jetzt einfach auf. Richtig. Weil das war das eigentliche Problem. Ja. Uns wurde gesagt, es geht noch weiter, dann war es aber schon vorbei, dann wissen wir beide, dann haben wir, dann hat es aber schon geheißen, nein und bla. Na, dann sagt der eine, nein, es geht nicht mehr weiter, dann fahren die da rein, aber es geht für uns noch weiter. Dann wussten ja hier die gar nicht mehr, dass es überhaupt noch das Ziel ist. Dann ist es im Polizeifunk, ist normal gesagt, na, es ist schon gestoppt, ihr könnt zum Mission Road, dann fahren die normalen Officer zum Mission Road und werden über den Haufen ballern. Wo wir aber richtig. Dabei waren wir im Funk 1, haben wir halt nichts zu tun. Aber wer hat die Absprache mit euch geführt? Also das war ja wahrscheinlich dann Matario. Also du meinst... Oder Müller. Also was? Die Absprache mit euch, diese Übung heute durchzuführen. Das war Matario und Bo waren das. Genau, und da hat er einfach nur, ihr habt einfach gefehlt als Führungs-PD mit in diesem Gespräch. Genau, das würde ich mitnehmen für die Zukunft. Da gebe ich dir ehrlich recht. Ich wusste aber auch, dass das von dem SWAT geübt war, aber nicht an uns weitergetragen wird. Ich sage aber ganz ehrlich, ich wollte jetzt auf die Nase fallen lassen, dass wir uns das bitte, jetzt haben sie gemerkt, okay, der hat uns das mitgeteilt und jetzt siehst du das Drama, was hier abgeht. Ja, aber wichtig ist, dass man die Schlussfolgerungen draus zieht und die Verbesserungen dann für sich. Ja, richtig. Das ist auf jeden Fall angekommen. Ja, weil wie gesagt, sie haben mich nur darum gebeten, dass ich die Leute organisiere und dass ich eine Tätertruppe zusammenstelle. Das ist auch super schön. Und das habe ich gemacht, aber für die Kommunikation und alles, da müssen wir halt gemeinsam nochmal Hand in Hand greifen und da beim nächsten Mal sehen. Anne, wir müssen sowieso nochmal ein Gespräch führen wegen auch der Großübung. Weil ja auch die SWATs und die Kings sagen, sie möchten das nicht machen. Kurze Frage, hat eigentlich irgendeiner mal zu Behörden gesehen?
dass dann Täter... Auf der neuen. Täter, die dann da den Täter mimen, sich unsere Taktiken ausdenken. Das ist ja der Grund, warum wir für die Übung dazugeholt sind. Genau. Ja, deswegen hat uns hat ja der Bo gefragt, ob ich das organisiere, beziehungsweise ob ich die Leute halt finde. Ja, das ist ja auch, also wie gesagt, es ist vollkommen unendlich. Na, das da reden wir noch einmal. Nach wie vor so laufen, dass Homeland unseren Täter spielen wird, um unsere Einsatztaktiken. Klar, ja, stimmt, das gerne. Auszuspielen. Wie gesagt, also, deswegen, hau mich da einfach an, du weißt, wie du mich erreichst. Dass wir genau, aber wir müssen uns nochmal unterhalten, wie wir das halt in dieser Großübung machen. Ja, ich hab da schon eine Idee. Haut mich da an. Da bin ich immer gern da. Ich würde in Zukunft einfach das Gebiet irgendwo bestimmen und die Öffentlichkeit darüber informieren. Wir müssen uns halt überlegen, ob wir dann wirklich Täter nehmen aus quasi eingefleischten Fraktionen oder ob wir Täter nehmen aus Homeland. Das war ja eben das Sinn heute der Übung. Das ist der Punkt. Ja. Kommt, kommt auf die Größe der Übung an. Wenn halt die Kapazität jetzt noch größer ist, ja, also kann man halt sagen, man sucht sich vielleicht jetzt noch. Man nimmt zum Beispiel Supporter mit oder so, ne? Die Übung war ja eigentlich so geplant, dass es eigentlich fast mehr oder weniger ein Terror-Event wird. Und das ist ja der Punkt. Ist es geworden am Ende. Ja, so. Also nehmen wir jetzt mit, dann, ne? Aber da quatschen wir doch mal. Ja. Aber wie gesagt, ich gucke jetzt mal, ich gucke jetzt mal, dass das PD sich hier wieder... Das Auto ist geil, die Beklebung ist scheiße. Geht einer zu dem Auto schrecklich. Wieder? Das ist echt gemacht. Ja, ja, schon mal das... Macht einer? Wir sehen uns, ihr Granaten. Geht einer zu dem Support, Paul. Denk dran, ich geh da hin. Danke. Hast du Kopf? Ja, wer jetzt? Ist mir egal. Ah, da bin ich dabei. Wie gesagt, das fällt mir jetzt nichts ein, was jetzt hier gerade dramatisch war. Also... Nein, es war ja nicht dramatisch. Wir tun nur gerade noch einmal, was man besser machen kann. Okay, so, ne? Alles gut. Also, aber ich bin in meinem Homeland. Ich werde den Laden jetzt nochmal ein bisschen anfangen. Boden. Genau, ja. Du weißt, woran es da jetzt so viel gehapert hat. So. Wisst ihr, was ich mache? Ja. Wir waren halt nur die Schauspieler. Ne? Wir haben uns dann eher am Ende schon kümmert. Dann ist von uns zum Beispiel schon der Speedy in Einserfunk und hat schon gesagt, der hat das. Was eigentlich ja nicht jetzt unsere Aufgabe gewesen wäre. Ne? Ich gehe noch ins Atelier, ich wünsche euch viel Spaß. Viel Spaß, heide. Danke, heide. Ja, ist richtig. Ja. Aber auf jeden Fall müssen wir trotzdem sagen, dass es wichtig ist, dass die Davids oder das Watch trotzdem Homeland als Gegner weiterhin haben wird. Wir sind für sowas offen, wie gesagt, nur. Genau. Na? Ja. Gut, lass uns mal reingehen, war eine geile Situation, aber. Macht's gut, Jungs, ja. Also wie gesagt. Schönen Abend noch euch. Jo, euch auch, ne? Ciao. Ciao. Und Homeland, Matze! Zum Kotzen, ey! Ich bin sofort wieder da. Ja, und. Ja, bitte. Hm? Hat's dich heute nicht erwischt, ne? Leider. Leider. Es gab so ein paar Momente, wo ich gesagt habe, ah, jetzt ist es soweit, aber dann wurde von hinten gerammt und dann war das Auto wieder frei und ich sagte, das kann ja jetzt nicht ernst sein. Ja, das ist typisch. Aber trotzdem Spaß gemacht. Ich sag, die anderen Office haben ein bisschen gelitten, weil es halt nicht richtig kompliziert wurde. Der Dispatcher ist in einem psychologischen Gespräch. Ja, gibt Schlimmeres. Ja, mein Gott. Aber ich würde sagen, wir haben trotzdem bei der Übung gewonnen. Gute Nacht. Wer ist echt in die Ecke gestellt? Wir haben gewonnen, Andrea ist down. Prop Music. Mission complete. Ich würde hier gern was machen, aber ich bin Tierarzt. Ich bin Tierarzt. Zum zweiten Mal. Dankeschön. Jason hat auch schon. Mike auch schon. Beide gleichzeitig. Das war jetzt für jedes Szenario ein Tod. Red Hat Redemption. Au. Ah, ich bin gestolpert, sorry. Red Hat. Das könnte man gerne nochmal machen, aber nee, dann hätte ich gerne mehr Action. Ich habe aber Wason richtig schlechten erzählt. Mal. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Da drin gibt's Haue. Aber wenn ich den Witz jetzt nochmal erzähle, dann. Ich krieg doch wirklich gleich einen Wutkrampf, Alter. Uiuiui. Ich will diese verdreckte Auto doch nur tanken, Junge, und irgendwer muss von hier oben das Tor zu machen. Meine Was ist bei dir los? Ey, ich krieg gleich wirklich einen Wutanfall. Was ist los, Alter? Ja, ich will rausfahren und irgendein Profi hat von hier oben das Tor zugemacht. Jetzt habe ich den Punkt eh schon versetzt, was ist das?
Jetzt hat's mich rausgehauen, Alter. Ja. Warte mal. Aber bei mir lädt das MLO auch nicht richtig. Ja, ja, du bist gerade in anderen Dimensionen. Moment. Kann ich aussteigen? Ja, steig aus, kurz. Bitte. Ja, okay. Drei, jetzt sehe ich wieder alles außer mein Auto. Das ist so ein Schmarrn, oder? Bitte schön. Perfekt, danke dir. Sei wirklich. Der Wette in Not. Wolfi. Ey, ja. Ey, Junge, das ist halt wieder. Es ist mir zum ersten Mal passiert, dass ich wirklich mit einem Auto da oben gelandet bin. Junge. Erste Mal ist immer das Schönste. Vor allem, wenn du nicht mal was dafür kannst. Ja, ich glaube, er fließt jetzt vor der Tür. Wann macht man den Scheiß wieder absichtlich? Oh, ja, das stimmt auch. Ja, sag mal bitte. Heide. Phil zugesendet. Hä? Oder wie macht der Wesley immer, wenn ein Chat reinkommt? Oh. Oh. So was in der Art. So. Alrighty. Ja, das haben wir gerade oben besprochen. Die Biker! Alter Schwede. Wenn ich jetzt beim Kochen noch ein anderes Auto da habe, oder meinst du jetzt nur einen Kocher? Das Auto sieht halt episch aus. Biker haben aufgestockt. Ja, ich fühle ich. Mann. So. Funkcheck. Check. Hä? Schön, dass ihr alle noch im Funk seid. Ja. Oh. Ja. Ja, schön, Alter, der rote. Oh. Gottes Willen. Ich hab nicht die Homelander fahren. Dahin geschissen. Könnten wir noch mal über den Paycheck für Homeland reden? 100 Mike, bist du noch da? Ja. Heul leiser. Wie, der Hubschrauber ist ja schon fertig, ne, gell? Nein, immer noch nicht, weil wie gesagt, das ist immer noch ein Konzept. Jetzt fährt der in den Tunnel rein, der Pisser! Meine Frage ist, wo kommt der raus? Kotzen, Alter! Zum Kotzen! Ich brauche mal eine Highspeed-Unit hier. Ich meine, wir könnten ja gern mal drauf machen. Ich bin im Tunnel! Witzig aus. Frage ist der Hubschrauber fertig? Ich brauche mal eine Highspeed-Unit hier. Zum Kotzen ist das da Katzen heute. Matze, Matze, machst du das Ticket bitte? Matze, Homeland, Homeland, Matze. Eine Zeugen. Matze! Du bist dran! Homeland! Warte! So, beruhigen wir uns wieder. Mein Gott, Junge. Also, das ist wieder... Ich bin wieder da! Homeland! Jetzt fährt er in den Tunnel rein, der Pisser! Trottel! Matze, brauchen wir eine Highspeed-Unit hier? So. Freunde der Sonne. Mike, der Heli ist nicht hier drin auf dem Server, oder? Sagt nein, es ist immer noch ein Konzept, der ist noch nirgendwo drauf. Du Mike, wann kommt der Helikopter? Mike, ist der Heli eigentlich schon drin? Du Mike, ist der Helikopter schon da? Mike, warum machst du keine gescheite Arbeit? Mike, warum ist der Helikopter noch nicht da? Mike, geht der Mülleimer schon?
Der Mülleimer geht! Der Mülleimer geht! Der funktioniert, ja. Wann kommen eigentlich neue Outfits? Wann kommen neue Autos? Kurt? Hast du schon den Garbage Collector fertig? Du Kurt, wann kommen eigentlich neue Autos? Wir haben so wenig. Die Mechaniker ist endlich auch mal neue Autos. Aber Kurt, wenn du schon dabei bist, dann könntest du ja auch irgendwo die Tieferlegung bei dem Auto ist 1 mm zu nieder. Können wir den ein bisschen hochsetzen, wenn du schon dabei bist? Kann ich einen höheren Paycheck haben für die Marke? Ja? Ja, ich wäre gerne korrupt als Homeland. Die Makler ihren Paycheck selber bestimmen. 100.000 alle 15 Minuten. Man könnte theoretisch so einstellen, dass der Paycheck selber bestimmbar ist. Dann wäre aber alles, das Geld, was an die Leute geht, geht dann aus der Firmenkasse raus. Wäre aber möglich, wenn man sowas machen möchte. Epic. Ich bin schief, ich krieg alles. Dennis, RIP. Könnten wir gesünderes Essen bitte mal implementieren? Okay, das war dem auch. Was ist eigentlich... Bitte, könnten wir jetzt bitte wieder normal sprechen? Gut, wenn du schon dabei bist, der Server fördert keine... Funkdisziplin, Jungs, der Server fördert keine veganen Leute. Funkdisziplin. Funken eigentlich situationsbedingt. Ja, Funkdisziplin. Und Homeland. Warum haben denn eigentlich weibliche Charaktere weniger Lebenspunkte? Ist das so geworden? Die haben weniger Klamotten, Kurt, du bist schuld. Außerdem förderst du keine veganen Leute. Ich bin Vegetarier, kann ich auch auf dem Server spielen? Mike, wir bräuchten einen Homeland-Bus, ist der schon fertig? Mike, ist der Helikopter schon am... Ach du Fick, da ist ein Helikopter bei mir! Mike, warum brennst du am Hauptplatz? Kannst du das bitte fixen? Wenn es FD mal wieder Feuer gelegt hat? Also die Jungs sind solche Vollspacken, Alter. Das ist unglaublich, Alter. So, Freunde der Sonne. Ich werde mich für heute mal abmelden. Ich hoffe, euch hat das Stream gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne kostenlos ein Abo da. Lasst gerne kostenlos ein Like da und wie gesagt, dann schaut gerne bei meinem Social Media vorbei, schaut gerne auf Discord vorbei, wo Links dazu sind in der Beschreibung. Dankeschön für die kostenpflichtige und kostenlose Unterstützung und ja, bedanke mich nochmal von ganzem Herzen bei allen. Wir sehen uns im nächsten Livestream wieder, vielleicht morgen. Oder übermorgen. Danke an die Mods. Herz geht raus. Kuss an alle aus der Community. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Und ja. Gute Nacht. Und einen schönen Start in die neue Woche. Kuss geht raus. GNG Tobias, danke fürs Wiederbieten. Danke, Ali, für 1,99.